beziehungsweise Nachmittag. Ich möchte Sie und das Podium ganz herzlich zum letzten Panel des heutigen Tags begrüßen. Mein Name ist Philipp Rohrbach, ich bin Historiker und Mitarbeiter des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien und ich freue mich, dass ich dieses Panel hier moderieren darf, das gewissermaßen eine Fortsetzung, eine inhaltliche Fortsetzung des vorhergehenden Panels darstellt. Auch bei uns wird es um nationale Kontexte und mediale Öffentlichkeit gehen und um auch der fortgeschrittenen Zeit wegen nicht länger zwischen Ihnen und den Beiträgen der einzelnen Referentinnen zu stehen, möchte ich gleich dazu überleiten, unsere erste Sprecherin vorzustellen. Das ist Martina Thiele. Was für uns interessant ist, ist, dass Martina Thiele im Jahr 2000 zum Thema publizistische Kontroversen über den Holocaust im Film promoviert hat. Sie ist schon seit einigen Jahren an der Universität Salzburg beschäftigt, wo sie seit diesem Jahr auch eine Professur am Fachbereich Kommunikationswissenschaften innehat. Und in ihrem Vortrag wird sie sich mit Eberhard Fechtners Dokumentation über den Majdanek-Prozess auseinandersetzen. Und ich möchte das Wort gleich an Sie übergeben und Sie um Ihren Beitrag bitten. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und herzlichen Dank für die Einladung hier nach Wien. Ich freue mich sehr, hier vortragen zu dürfen. Im Mittelpunkt meines Vortrags steht die Machart des Films Der Prozess, einem Film über den Düsseldorfer Majdanek-Prozess, an dem der Regisseur Eberhard Fechtner und sein Team 8 Jahre lang gearbeitet haben. Sie haben das Gerichtsverfahren von Beginn an seit November 1975 begleitet. Im Fernsehen gezeigt wurde der im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks produzierte Film aber erst 9 Jahre später, 1984. Ein Prozess, so legt der Filmtitel nahe, findet im doppelten Sinne statt. Einmal ist tatsächlich der Prozess im juristischen Sinne gemeint, es geht aber auch um den Prozess des Erinnerns, des Verstehens, des Suchens einer Antwort auf die Fechtner beschäftigende Frage, was sind wir eigentlich für Menschen? Zunächst einige Daten zur Person Eberhard Fechtner und zum Entstehungshintergrund des Films, dann tatsächlich zur Machart, zu den künstlerischen Verfahren von Der Prozess. Um die Machart analysieren zu können, hätte ich Ihnen gerne 2 Filmausschnitte gezeigt. Das ist aber aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Zeit leider nicht möglich. Aber ich habe auch etwas vorbereitet, ein Handout, was ich gerne noch verteile. 20 Minuten, deswegen habe ich auf eine längere Sequenz, die ich Ihnen gern gezeigt hätte, jetzt verzichtet, aber ich werde darauf dann trotzdem kurz eingehen. Nach der Befassung mit dem, wie Fechtner es macht, frage ich noch einmal grundsätzlich nach dem Verhältnis von Parteilichkeit und Objektivität im Dokumentarismus und danach, inwiefern es sich bei Der Prozess um einen Gegenentwurf zu anderen filmischen Auseinandersetzungen mit der Shoah handelt. Eberhard Fechtner wurde 1926 in Liegnitz in Schlesien geboren. Er wuchs nach der Scheidung seiner Eltern bei seiner Mutter in Berlin auf. Der Besuch einer höheren Schule war nicht möglich aus finanziellen Gründen. 1944 ist Fechtner Soldat geworden. Dass sein leiblicher Vater als Jude im KZ ermordet worden ist, erfährt er erst nach Kriegsende. Eberhard Fechtner wollte Schauspieler werden. Er arbeitete als Regieassistent unter anderem mit Giorgio Strehla, der ihn sehr geprägt hat. Anfang der 1960er Jahre kommt Fechtner zur NDR-Fernsehspielredaktion. Hier arbeitet er mit Klaus Wildenhahn, Hans Brecht und Egon Monk, über den wir heute Morgen ja schon was gehört haben in dem Vortrag von Julia Schumacher. Mit denen arbeitet er zusammen und gründet also diese Hamburger Schule. Die Schauspielerei lässt er aber bald hinter sich und arbeitet als Regisseur. In den 60er und 70er Jahren realisiert er verschiedene Filme. Die Rückkehr zum Theater reizt ihn nicht, denn, ich zitiere ihn, beim Film habe ich von der ersten Idee über die Vorbereitung, das Schreiben, die Produktion, den Drehprozess, die Montage, alles allein zu verantworten. Es ist meins, so Fechtner. Fechtner wurde zum Chronist deutscher Vergangenheit. Ich nenne nur einige Filmtitel, Nachrede auf Clara Heidebreck, Comedian Harmonists im Damenstift, Wolfskinder, La Paloma, also eine lange Filmografie. Er war ein überaus fleißiger Regisseur. Zum Film
Der NDR, konkret Hans Brecht, damals Leiter der Redaktion Film und Theater, schlägt Fechner vor, den Majdanek-Prozess zu dokumentieren, denn dieser Prozess gilt als einer der letzten großen NS-Kriegsverbrecherprozesse. Er beginnt im November 1975 vor dem Düsseldorfer Landgericht. Fechner und sein Team begleiten den Prozess vom Anfang bis zu den Urteilssprüchen 1981. An 105 Drehtagen führen Fechner und sein Team Interviews mit verschiedenen am Prozess beteiligten Personen. So mit dem Vorsitzenden Richter des Verfahrens, den beiden Schöffen, drei Ermittlern, den beiden Vertretern der Staatsanwaltschaft, zwei Nebenklägern, 11 Verteidigern, einem historischen Sachverständigen, 7 Prozessbeobachtern, darunter Simon Wiesenthal. Darunter auch der Journalist Heiner Lichtenstein, der wirklich von Anfang an bis Ende dabei war. Er hat an fast allen der 475 Verhandlungstage im Gerichtssaal gesessen. Fechner und sein Team interviewen auch den Filmemacher Jerzy Bosak, der im Juli 1944 die Befreiung des Lagers Lublin-Majdanek gefilmt hat. Des Weiteren werden interviewt 26 Zeugen, darunter sowohl ehemalige Häftlinge als auch SS-Bewacher. Sie reden mit einer Zeugenbetreuerin und schließlich mit 5 der Angeklagten. Diese Angeklagten haben vor Gericht die Aussage verweigert und nur am Ende dann ihre Unschuld beteuert. Vor Fechners Kamera aber äußern sie sich mehrfach im Laufe der Jahre. 70 Interviews nimmt Fechner also auf an mehr als 20 verschiedenen Orten. Das führt zu 8000 Seiten Interviewmanuskripten. Er macht verschollen geglaubte Filmaufnahmen ausfindig und sichtet in Archiven tausende von Fotos. 150.000 Meter Film werden verbraucht, das entspricht einer Filmdauer von 230 Stunden. In mehr als 2 Jahren ist aus diesem Material am Schneidetisch dann ein dreiteiliger Film von insgesamt 4,5 Stunden geworden. Er enthält lediglich die Aussagen von am Prozess beteiligten Personen, wobei jedoch während des laufenden Verfahrens im Gerichtssaal nicht gedreht werden durfte. Hinzu kommen die historischen Filmaufnahmen aus dem Lager Majdanek, also aus dem Film von Jerzy Bosak, Aufnahmen von Fotos und andere Dokumente, Ausschnitte aus aktuellen Nachrichtensendungen sowie Bilder vom Düsseldorfer Landgericht und dem, was vom Lager Lublin-Majdanek Ende der 1970er Jahre noch zu besichtigen war, weil es hat auch eine Fahrt des Gerichts zum Lager gegeben. Wie geht Fechner nun mit der Fülle des Materials um? Wie ordnet er es? Oh, Entschuldigung, ich habe noch gar nicht weitergemacht. Wie ordnet er das Material? Er entwickelt erst während der Dreharbeiten einen Plan, wie das alles zu systematisieren, zu ordnen ist. Zunächst ist nur klar, dass ein Dreiteiler entstehen soll und in den drei Teilen der formale chronologische Verlauf des Gerichtsverfahrens nachgezeichnet werden soll. Daraus ergibt sich die Einteilung in Anklage, Beweisführung und Urteil. Diese drei Teile wiederum bestehen aus mehreren Kapiteln, Sequenzen, in denen es entweder um den Prozess geht, also Prozesskomponente könnte man das nennen, oder in denen die Geschehnisse im Lager im Mittelpunkt stehen. Das ist hier schwarz und rot markiert. Betrachtet man den gesamten Film, wird deutlich, dass sich seine Struktur zwar zum einen aus dem Prozessverlauf ergibt, zum anderen aber die Komposition der Aussagen der Befragten, die Gestaltung des Films beherrscht. Damit wäre ich bei der Frage, wie macht es Fechner, welche künstlerischen Verfahren setzt er ein? Ganz klar stehen die Aussagen der Befragten im Mittelpunkt. Der Film wird über das Wort zusammengefügt. Die Bilder verraten erst einmal nicht, wer hier spricht. Die Zuschauer erfahren nur, welche Funktionen die Befragten während des Prozesses innehaben, also ob sie Angeklagte, Zeugen, Schöffen, Ermittler, Staatsanwalt, Richter, Verteidiger, Sachverständige oder Prozessbeobachter sind. Wer genau zuhört, wird feststellen, dass unter den Zeugen sowohl Täter als auch Opfer sind. Unter den Prozessbeobachtern sowohl solche, die das Verfahren als sinnvoll erachten, als auch solche, die gegen den Prozess sind. Wer ist, ist also nur aufgrund der Aussagen erkennbar. Man muss daher genau zuhören. In den Aussagen der Befragten finden sich häufig Schlagworte und umstrittene Begriffe, zum Beispiel Nestbeschmutzung oder Kollektivschuld oder
Deutschland sei doch eine Kulturnation. Es finden sich Redewendungen wie, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, man müsse nun reinen Tisch machen, jemand hat was auf dem Kerbholz. Und es finden sich sehr viele Metaphern und rhetorische Fragen, über die die Befragten ja, sich quasi selbst charakterisieren, aber eben auch Fechner durch seine Auswahl sie charakterisiert. Fechner verdeutlicht so verschiedene Positionen und bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern Andockmöglichkeiten. Allerdings sehen wir in dem Film auch, dass Sprachlosigkeit herrscht und die Sprache versagt. Eine Überlebende erklärt Fechner, dass sie so oder so, auch wenn sie in ihrer Muttersprache spräche, keine Worte für das fände, was geschehen ist. Dass Fechner auf das Wort setzt, zeigt sich auch an dem von ihm wirklich meisterhaft verwendeten Verfahren des fiktiven Dialogs. Ein solcher fiktiver Dialog entsteht zwischen den Prozessbeteiligten und dann in einem zweiten Schritt auch zwischen den Prozessbeteiligten und den Zuschauern und Zuschauerinnen des Films mittels Schnitt und Montage. Die Cutterinnen spielen daher in den Filmen Eberhard Fechners eine entscheidende Rolle. Die Kameramänner etwas weniger, also der Schnitt ist das Entscheidende und gemeinsam mit den Cutterinnen setzt dann Fechner seine Filmidee um. Durch Schnitt und Montage entsteht der Eindruck, dass hier ein Sprecher auf den anderen eingeht, sich zurückbezieht, verweist, korrigiert, widerspricht, ergänzt, modifiziert. Offensichtlich hat Fechner den Befragten dieselben Fragen gestellt und konnte dann passende bzw. einander widersprechende Aussagen zusammenfügen. So werden die Ereignisse, die in der Vergangenheit und die in der Gegenwart aus der polyperspektivischen, aus einem multiperspektivischen Verfahren von Augenzeugen geschildert. Die Multiperspektivität ist das Entscheidende. Die kontrastive Anordnung der Aussagen, Rede und Gegenrede wecken Interesse. Deutlich wird das Spannungsfeld, die Gegensätzlichkeit der Positionen, die die Befragten gegenüber dem Prozess einnehmen. Das ist durchaus spannend und kann grundsätzlich interessierte Zuschauer und Zuschauerinnen fesseln. Es ist zudem rhetorisch geschickt, denn wer sich noch keine Meinung gebildet hat, also vor allem junge Leute, bekommen so das gesamte Meinungsspektrum präsentiert und können die Argumente prüfen. Wer aber schon eine Meinung zu dem Prozess und dem Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Gegenwart entwickelt hat, wird auch mit gegenteiligen Aussagen konfrontiert und kann sich diesen nicht entziehen. Fechner weiß, dass ein Fernsehpublikum nicht einseitig informiert werden kann. Also er muss verschiedene Argumente bringen, der einen und der anderen Seite. Das erhöht die Glaubwürdigkeit. Die Aussagen der von ihm befragten Personen decken das gesamte Meinungsspektrum ab. Auch extreme Ansichten sind dabei. Solchen lässt er aber sofort und entschieden widersprechen, wie an verschiedenen Sequenzen, zum Beispiel einer, auf die ich noch näher eingehen werde, die heißt Praktiken eines Anwalts, erkennbar wird. So sind Rede und Gegenrede nicht in jedem Fall 100% deckungsgleich. Es bleibt immer ein Rest, beispielsweise wenn der Angeklagte Willein in der Eingangssequenz erstens meint, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen und zweitens, dass ehemalige Nazi-Richter heute wieder Recht sprechen. Der ersten Aussage wird deutlich widersprochen durch das anschließende Statement, der zweiten Aussage nicht unbedingt. Daran erkennt man schon an diesem Verfahren, dass Fechner sicher nicht standpunktlos ist, dazu dann aber später noch mehr. Noch ein künstlerisches Verfahren, das ganz wichtig ist und das den Eindruck des Dokumentarischen erhöht. Fechner verzichtet auf einen Kommentar und er verzichtet damit auf den Gestus des allwissenden Erzählers. Fechner lässt stattdessen andere ihre Meinung vortragen, was auch aufgrund der Menge an Material und Aussagen möglich ist. Ich zitiere ihn nochmal, er sagt, ich konnte alles, was zu sagen ist, die Leute selber sagen lassen. Ich brauchte weder meine eigene Stimme noch die irgendeines Sprechers draufzupappen. Fechner rückt also selbst nicht ins Bild, man hört seine Fragen nicht. Allerdings scheint der Journalist Heiner Lichtenstein, der wie Fechner das Gerichtsverfahren von Anfang an mitverfolgt, die Funktion eines alter Ego zu erfüllen. Lichtenstein spricht den Off-Kommentar zu Beginn aller drei Teile und auch eine Art Schlusswort. Entscheidend sind in diesem Film die Menschen und wie sie sich verhalten. Personalisierung ist daher für diesen Film zentral.
Fechner will durch den Einzelfall und durch viele Schilderungen solcher Einzelfälle verdeutlichen, was insgesamt passiert ist, also ein Pass-pro-Toto-Verfahren. Kameratechnisch führt das zu sehr vielen Nah- und Großaufnahmen, was manche Kritiker dazu verleitet hat, die Talking Heads, die Ansammlung sprechender Köpfe in diesem Film zu monieren. Doch kann man sich als Zuschauerin der Wirkung von Großaufnahmen kaum entziehen. Man versucht, in den Gesichtern zu lesen und fragt sich, ob es sich hier um einen Täter, ein Opfer oder eine sonst wie am Prozess beteiligte Person handelt. Fechner setzt in diesem formal sachlichen Film auch auf Emotionalisierung durch Personalisierung. Besonders deutlich wird das in den Sequenzen, in denen es um Kinder geht. Also es gibt eine Sequenz, die heißt eine Kinderaktion, und in denen die Fotos der Ermordeten eingeblendet werden. Dieser Einsatz von Fotos dient der Authentifizierung. Und neben Fotodokumenten werden Schriftstücke und Akten, Zeitungsartikel oder auch Nachrichtenbeiträge aus der Tagesschau, den Tagesthemen eingebunden. Ein weiteres Authentifizierungsverfahren ist der Einsatz von Zahlen und Statistiken. Auf diese Art und Weise können Relationen verdeutlicht und die Dimensionen des Völkermords veranschaulicht werden. Ein Beispiel aus der Eingangssequenz, die in allen drei Teilen gleich ist, da heißt es: Vom 26. November 1975 bis zum 30. Juni 1981 wurde in Düsseldorf ein Prozess gegen 15 ehemalige Mitglieder der mehr als 1500 SS-Bewacher des Lagers geführt. Man klagte sie an dem 100.000-fachen Mord beteiligt gewesen zu sein. Es war der längste Prozess in der deutschen Justizgeschichte. Deutlich wird durch die Beschäftigung mit der Machart des Films und den von Fechner gewählten künstlerischen Verfahren, dass Fechner zwar für Meinungsvielfalt sorgt und der Eindruck des objektiven, dokumentarischen erzeugt wird, Fechner ist jedoch nicht neutral, unparteiisch oder gar standpunktlos. Deswegen lautet mein nächster Punkt: Parteilichkeit und Dokumentarismus. Diese beiden Begriffe scheinen den meisten unvereinbar, sie sind es aber nicht, wie sich am Beispiel Fechner sehr gut zeigen lässt. Mittels Montage unkommentierter, doch sich selbst dekouvrierender Aussagen nimmt er Partei für die Opfer, für diejenigen, die den Prozess als Versuch begreifen, aufzuklären, Gerechtigkeit herzustellen. Das geschieht allerdings indirekt, wie ich Ihnen jetzt halt gerne an einem Filmausschnitt zeigen würde, der dauert aber 10 Minuten. Wir müssen uns also mit einer kurzen Zusammenfassung abfinden. In der Sequenz Praktiken eines Anwalts geht es um den Verteidiger der angeklagten KZ-Aufseherin Hildegard Lecher, um Dr. Ludwig Bock. Er ist im Verlauf des Prozesses mehrfach überaus unangenehm aufgefallen. So ist er zum Beispiel nach Israel gereist, um dort Zeugen zu befragen, hat sich aber nicht als Verteidiger der KZ-Aufseherin Lechert zu erkennen gegeben. Und Bock ruft auch dadurch Entsetzen hervor, dass er im Verfahren den Antrag stellt, eine Zeugin, die als Häftling Zyklon B-Behälter zur Gaskammer bringen musste, wegen Beihilfe zum Mord im Gerichtssaal festzunehmen. Die Analyse dieser Sequenz zeigt meines Erachtens sehr gut, dass Fechner mittels Auswahl und Montage Partei ergreift. Diese Sequenz läuft folgendermaßen ab. Sie beginnt mit dem Verteidiger Bock und endet auch mit ihm. Er sagt eben anfangs, dass er nach Israel gereist ist. Mehrere Zeugen widerlegen seine Erklärung und belegen, dass er sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen befragen wollte. Dann kommen die Prozessbeobachter, der Heiner Lichtenstein und Kremers. Die sind weitere Zeugen für die Praktiken des Anwalts Bocks und verstärken die Reaktion der Zeugin, also das, was vorher gesagt wurde. Es gibt starke Wertungen. Lichtenstein beispielsweise bewertet Bocks Verhalten als ekelhaft. Er wirkt, wie auch die andere Prozessbeobachterin, persönlich betroffen und tief beschämt. Dann kommt die Zeugin, also die angeklagt werden soll, die Zeugin Ostrowka, vor. Sie ist einmal zusammen mit ihrem Kind oder jedenfalls mit einem Kind zu sehen, das für sie übersetzt. Ihre Aussagen werden mittels Dokumenten zusätzlich belegt. Also es wird ihr Häftlingsausweis eingeblendet, es gibt Fotos, es gibt dann eben auch diese offiziellen Bestellbriefe für Zyklon B. Dann tritt Simon Wiesenthal auf in dieser Sequenz. Und er verweist auf das miese Ansehen der deutschen Justiz im Ausland. Das ist natürlich ein ganz
starkes Argument, was denkt das Ausland von der deutschen Justiz? Das Verhältnis der Aussagen pro und contra Bock ist eindeutig. Nur ein anderer Verteidiger hält Bocks Verhalten für zumindest juristisch konsequent. Die Aussage des Vorsitzenden Richters und die Reaktion des Gerichts ist ebenso eindeutig. Das sei ein offensichtlich rechtsmissbräuchlicher Antrag, der sofort abgelehnt wurde. Die Zeugin Ostrowka ist dennoch verunsichert, und das sieht man in dem Film. Sie fragt sich, ob Bock mit seinem Vorwurf nicht doch recht hat. Und das erzeugt wahrscheinlich bei den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich Mitleid und Erschütterung. Und diese Gefühle werden dann durch die nächste Einblendung wahrscheinlich noch verstärkt. Es wird ein Zeitungsartikel gezeigt mit der Überschrift »Makabrer Antrag«. Dann kommt Bocks junger Kollege ins Bild. Er wirkt wie der typische Handlanger. Er wird, auch wenn die Angeklagte lächert, Gegenteiliges befürchtet, im Sinne Bocks die Arbeit erledigen. Und das ist eigentlich ein eher pessimistischer Schluss, der nur durch die eindeutige Reaktion des Gerichts und die Aussagen der Prozessbeobachter Lichtenstein, Kremers und Wiesenthal ein wenig Hoffnung auf Gerechtigkeit bestehen lässt. Der Prozess ist ein dokumentarischer Film. Fechner selbst lehnt aber die Bezeichnung Dokumentarfilm ab. Seine Begründung: Es gibt kaum eine Form der Kommunikation, die sich besser zur Manipulation eignet als der sogenannte Dokumentarfilm. Weil Darsteller und Dargestelltes authentisch sind, scheinen diese Filme Wirklichkeit zu repräsentieren. Weil in ihnen Dokumente und andere Realien als Belege für bestimmte Ansichten vorgezeigt werden, glaubt man, darin den Objektivitätsgehalt suchen zu müssen. Doch so wenig wie ein Roman, ein Bild oder eine andere künstlerische Aussage überhaupt etwas objektiv darstellen kann, so aussichtslos ist es natürlich auch, einen objektiven Film drehen zu wollen. So Fechner. Sein Realitätsbegriff basiert also auf der Erkenntnis, dass reale Ereignisse zwangsläufig durch jede gestaltende Darstellung fiktionalisiert werden. Passender findet der Filmemacher die Bezeichnung Gesprächsfilm, Dialogfilm, Erzählfilm. Ich möchte Fechners Arbeitsweise als eine sozialkonstruktivistische bezeichnen und Fechner selbst als Geschichteerzähler. Sozialkonstruktivistisch in dem Sinne, dass Wirklichkeit mittels Kommunikation erzeugt wird und wir uns der Realität nur annähern, sie aber nicht abbilden oder eins zu eins wiedergeben können. Geschichteerzähler in dem Sinne, dass Geschichte als erzählte Geschichte nicht in der Wiedergabe von Quelleninformationen besteht, sondern darin, dass solche Informationen in einen deutenden Zusammenhang gebracht werden. Die Darstellung ist damit wesentliches Mittel, der Wahrheit der Geschichte nahezukommen. Als Geschichteerzähler erhebt er allerdings nicht den Anspruch auf Wahrheit. Ihm geht es um Wahrhaftigkeit und intersubjektive Nachprüfbarkeit. Objektivität ist für Fechner etwas Anzustrebendes, zugleich aber auch eine Selbsttäuschung des Subjekts. Beobachtung sei ohne es, also das Subjekt, möglich. Das wird durch dieses Zitat deutlich, indem sich Fechner mit den Begriffen Realität und Realismus, Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit auseinandersetzt. Und das wichtig ist für die Untersuchung seiner künstlerischen Verfahren, also der Frage nach dem, wie Fechner es macht. Mit diesem Zitat könnte ich jetzt schon enden. Es fehlt aber am Ende noch eine Kontextualisierung und eine Antwort auf die Frage, inwieweit es sich bei dem hier behandelten Film um einen Gegenentwurf handelt. Während des Majdanek-Prozesses findet 1979 auch die Ausstrahlung der umstrittenen Serie Holocaust statt. Sie hat das öffentliche Interesse am Geschehen im Düsseldorfer Landgericht kurzzeitig gesteigert. So wurde zur Zeit der publizistischen Kontroverse über Holocaust mehr über den Düsseldorfer Prozess berichtet, ganz eindeutig. Und es hat insgesamt mehr Aufmerksamkeit dafür gegeben. Beispielsweise Schulklassen sind ins Gericht gekommen und haben zumindest für kurze Zeit diesen Prozess verfolgt. Holocaust unterscheidet sich in vielen Punkten deutlich von der Prozess. Das können wir hier nicht weiter ausführen, das ist sicher auch bekannt. Ein Film, der künstlerisch näher ist bei der Prozess, ist Claude Lanzmanns Shoah, an dem Lanzmann und sein Team ebenso lange gearbeitet haben wie Fechner und sein Team, gut 10 Jahre. Lanzmann hält im Gegensatz zu Fechner an der Bezeichnung seines Films als Dokumentarfilm fest.
Er sieht in seinem Werk einen Gegenentwurf zum Spielfilm, was in der Auseinandersetzung mit Holocaust und dann später mit Schindlers Liste ja sehr deutlich wurde durch seine Stellungnahmen. Unterschiede sind aber auch zwischen Shoah und der Prozess erkennbar. Am deutlichsten werden sie beim Vergleich der Interviewtechniken und bei der Montage und auch beim Kommentar. Im Gegensatz zu Fechner ist Lanzmann als Interviewer im Bild präsent. Mit den Tätern spricht Lanzmann nicht, beziehungsweise nur verdeckt. Es ließen sich noch viele weitere Unterschiede herausarbeiten. Eine Gemeinsamkeit zwischen den drei zur selben Zeit entstandenen Produktionen Der Prozess, Holocaust und Shoah besteht darin, dass sie in Westdeutschland im ersten Programm der ARD und zur Hauptsendezeit eben nicht ausgestrahlt worden sind, sondern an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten in den dritten Programmen mit Marktanteilen, die sich zwischen 2 und 8% bewegt haben. Und das noch zu Zeiten, als es eben kein duales Rundfunksystem gegeben hat. Also wirklich wenig. Und Fechner hat dieses Vorgehen der Programmverantwortlichen als einen Fall von öffentlich-rechtlicher Zensur bezeichnet. Das hat ihm damals viel Zustimmung, aber auch Ärger eingebracht. Recht hat er mit seinem Urteil bis heute. Denn der Prozess wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ob nun bei ARD und ZDF oder auch beim ORF, nicht mehr wiederholt. Bei YouTube, Amazon, eBay sowie diversen Online-Videotheken bin ich bislang nicht fündig geworden und greife daher seit Jahren auf meine alten Kopien, VHS-Kopien und dann überspielt auf DVD zurück, wenn ich Studierenden diesen Film zeigen möchte. Ich schließe daher mit einem Appell. Eberhard Fechners Werk und speziell sein Film Der Prozess dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Diese öffentlich-rechtliche, gebührenfinanzierte und künstlerisch wirklich überzeugende Produktion muss gezeigt werden. Das sind wir uns selbst, dem Filmemacher und seinem Team, vor allem aber den Opfern und ihren Nachkommen schuldig. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Our next speaker is going to be Raluca Moldovan. She's a historian. She received her PhD in 2010. And her thesis was published under the title Real Trauma, the Representation of the Holocaust in Film. Ms. Moldovan works currently as a lecturer in American Studies within the Department of International Relations and American Studies of Babeș-Bolyai University. And the topic of her speech is going to be the non-representation of the Holocaust on Romanian TV. Thank you, Mr. Chairman, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. I don't have a PowerPoint presentation, but hopefully my talk will be organized enough so you can follow my arguments. I will begin by making a few introductory considerations regarding the status of the Holocaust as an historical event during communism. Then the body of my presentation will focus on TV programs, documentaries, and feature films presented on Romanian television in the post-1989 period. And by way of conclusion, a few reflections on why the title of my presentation should actually be The Non-Representation, No Brackets, of the Holocaust on Romanian Television. Romania, during the communist regime, talks about the Holocaust were very limited, both in academia and in everyday life. Its mention, the name Holocaust or the Final Solution on television, was virtually non-existent, especially during the last years of the communist regime, let's say from the 1980s onwards. TV was solely an instrument of communist propaganda designed entirely to promote the cult of then President Nicolae Ceaușescu. There was only one TV channel, it had a 2-hour broadcast, 95% of which was dedicated to telling us what a great leader Ceaușescu was. Now, a few reasons why the extermination of the Jews during the communist period was a taboo subject. Well, as some of you may know,
Romania up until 1944 was an ally of Nazi Germany. In fact, Hitler and the then leader, Marshal Ion Antonescu, were actually quite close, and many reports say that Hitler held Antonescu in high regard. There were repeated attempts on the part of the German on the part of German officials during the war to have Antonescu sign the order to deport Romanian Jews to the extermination camp of Belzec. The Romanian authorities refused to do so and instead organized a series of actions that basically amount to what the Holocaust was like in Romania during World War II. I am referring to the Bucharest pogrom of 1941, the Iași pogrom of June 1941, and the deportations to Transnistria, which is an area occupied by the Romanian army after the onset of Operation Barbarossa in June 1941, and Golta, which is a remote area in the east beyond the Dniester River. I should say that all these actions were carried out by Romanian authorities on Romanian orders, by Romanian police and the army, with little to no support or cooperation from Nazis, the SS, or Einsatzgruppe D, which was operating in the area. The Holocaust during the communist period was at best presented in a distorted manner. Why? Well, first of all, talking about anti-Semitism was not a very good idea, considering that the official policy of the USSR was there is no anti-Semitism, despite many proofs to the contrary. So Romania, as a communist satellite, had to sort of fall in line with that policy. Plus, the racial dimension of the Holocaust was not emphasized in a communist society which was supposedly egalitarian. There are no racial-based discriminations in communism, at least on paper. Moreover, official communist historiography on World War II presents Romania as an all-out victim of Nazism, of German occupation forces, and endeavors to stress the heroic resistance of the Romanian population to Nazism and the fact that they started fighting on the side of the Red Army after August 1944. Of course, there was very limited access to archival documents, so no alternative histories of World War II were possible in Romania during communism. During the last 10 years of the Ceausescu regime, the situation slightly changed in the sense that this is the time when the regime started promoting a very virulent strain of national communism. Part of this national communism was emphasizing the extermination of the Jews in northern Transylvania, which was part of Hungary during World War II. The official discourse was, yes, there was a Holocaust. Yes, the Jews were exterminated in Nazi death camps, but that was entirely the doing of the Hungarian authorities, and this was, of course, a tool for the Ceausescu regime to fight back against the Hungarian minority in Transylvania. And that's why several books, including survivor memoirs, were published in the second half of the 1980s, which speak about the tragedy of the Jews in northern Transylvania who were deported to Auschwitz and other death camps in the summer of 1944. Many of the official Ceausescu-era historians actually became chief Holocaust deniers post-1989. This is a point I'll come back to later. And the name of the Antonescu regime underwent a gradual shift. Initially, it was presented as a fascist dictatorship, then a military fascist dictatorship, and in the last years of the Ceausescu regime, it was a personal dictatorship. We don't want to involve the army in such a dirty matter, was the argument. As I said,
absolutely no TV programs, documentaries, feature films, whatever, were broadcast on Romanian television in the communist period. Television played absolutely no role in informing the people about the Holocaust. No mention of the Eichmann trial either. The Holocaust miniseries was, of course, not broadcast. The only film that I know of shown on Romanian television during a program called the Cinematheque, which was a program dedicated to classical Hollywood films, was Judgment at Nuremberg. I suspect that the reasoning behind this was the fact that the regime wanted to emphasize the idea that the Nazis were responsible for exterminating the Jews and we had nothing to do with it. Moving on, commemoration of the Holocaust in TV programs after 1989. By way of background, in 2003, the then president of Romania, Ion Iliescu, appointed an international commission for the study of the Holocaust in Romania, also known as the Elie Wiesel Commission. This commission was tasked with searching archives, all kinds of documents, and putting together a report to elucidate once and for all whether there was a Holocaust in Romania, who was responsible, who were the perpetrators, how many people died, what happened, and all these questions. Many well-known, renowned historians were part of this commission, which published its final report in October of 2004. It was on this occasion as well that the Holocaust Remembrance Day was established in Romania, which is observed on October 9 every year. The date commemorates the start of deportations to Transnistria. The unequivocal conclusion of the Wiesel Commission was that, yes, there had been a Holocaust in Romania. The Romanian authorities had been largely responsible for it, and the total tally of the dead was around 350,000. To the best of my knowledge, the first TV program broadcast by the national television to address this issue was a special edition, October 6, 2008, with the participation of historians Karol Iancu and Liviu Rotman, Holocaust survivor Oliver Lustig, and the president of the Survivors Holocaust Survivors Association. This program explored the link between Jews and communism, discussed comparatively the Holocaust and crimes of communism, the anti-Semitic legislation, and the atmosphere, the anti-Jewish atmosphere during World War II, the role of the fascist party, the Iron Guard, and the pogroms of Iași and Bucharest. This was followed a year later by a TV program dealing with the inauguration of the Holocaust Memorial in Bucharest in the presence of Romanian president, former Romanian president Traian Băsescu, and the Minister of Culture. The chief rabbi recited the Kaddish, and speeches were made commemorating especially the pogrom in Iași. Another special edition 2 days later was dedicated to Holocaust Memorial Day in Romania. Again, the discussion focused on what sets the Holocaust apart from other cases of genocide. A documentary made by Romanian television about the deportations to Transnistria was presented. The documentary included survivor testimony about the treatment of the Jews in camps, plus a fragment of an interview with Romania's chief rabbi during World War II, Alexandru Șafran. The speakers stressed the fact that there was very little access to archival material during the communist period. In 2013, the third channel of the Romanian television presented a TV program about Holocaust denial in Romania. The invited speakers were the president of the Romanian Federation of Jewish Communities, the former rector of BBU Cluj, Professor Andrei Marga, and
the chief of the Armenian community in Romania and Romanian MP Varojan Vosganian. So basically, the talk focused around the persistent, the paradoxical persistence of Holocaust denial in Romania. Again, a point I'll come back to later. Another program broadcast by Tevere Cluj, the regional branch of the national television, featured Radu Iaunid and Paul Shapiro from the United States Holocaust Memorial. The program was dedicated to the status of Holocaust education in Romania and the importance of teaching the Holocaust, especially in at high school level. A documentary about the last remaining Jew in Gerla, Cluj County, was broadcast during the program. More large-scale program, let's say, in terms of reception, was broadcast on April 27 this year, Holocaust, Yom HaShoah in Israel. The invited speakers were Thea Haimovitz, the director of the Jewish Film Festival in Romania, Professor Luciana Stase from BBU Cluj, who specializes in Transylvanian anti-Semitism, and survivor Andrei Klein. This was an hour-long program whose main focus was the deportation and extermination of Transylvanian Jews in Auschwitz. A very brief mention was made about deportations to Transnistria, and my personal feeling was that the program was somehow biased in that it mainly induced the idea that the Holocaust was all about deportations to Nazi death camps. That's why the program is imbalanced. Like 90% of the time you talk about Auschwitz and 10% of the time you talk about Transnistria, giving little to no background. It's as if there was no talk about the ideology behind the Holocaust, about anti-Semitism. It was as if the Holocaust was this one-time event sort of floating, levitating in midair, and we talk about it on television. In June of this year, another TV program broadcast by Tevere Cluj referred to a conference organized to commemorate the 70th anniversary of the deportations from the Cluj ghetto. On that occasion, a monument commemorating the event was unveiled in the central park of Cluj-Napoca in the presence of Cluj-Napoca mayor and other officials. And that's about it by way of TV programs. Not a lot, as you can see. Moving on to feature films. Here, the harvest, so to say, is even poorer. Can you imagine that, for instance, Schindler's List was never broadcast on any Romanian channel, the national television or any cable channels that are received in Romania? What was broadcast includes Radu Mihaileanu's well-known Tran de Vie, Train of Life. This was broadcast twice by Tevere Cultural, a branch of the national television, 15th June 2007 and June 22nd, 2008, both times off primetime hours, 11 o'clock at night. Not a lot of people still watch TV at 11 o'clock at night. Just a few words about the film, because if I go into too many details, we'll be here a while. Radu Mihaileanu is a Romanian Jewish director, born in Bucharest, emigrated to France, is now a French citizen. He made Train of Life after he confessed in an interview. He said, "I saw Schindler's List and then I felt that after this film one can no longer talk about the Holocaust in the same manner." The film shares many content similarities with La Vita è Bella. Actually, there was a big controversy involving these two films. Mihaileanu offered the main part in Tran de Vie to Roberto Benigni, who declined it, and then both films competed for inclusion in the Cannes Festival selection. The head of the selection committee initially turned both films down, saying you cannot make a comedy about the Holocaust, and then accepted Benigni's film after asking that the director included in the beginning and the end the off
sequence featuring the child's voice, which he said he got the idea from Mihailianu's film, so you can imagine Radu Mihailianu was not too happy about it. Many voices accused him of trivializing the Holocaust by making it into a fantasy comedy-like film. But what many of these critics failed to observe is that the film is deeply rooted in the Yiddish tradition of bittersweet comedy. Think Fiddler on the Roof, for example. The film is a tribute to this wonderful, rich Yiddish culture that was completely obliterated by the Holocaust. His purpose in making the film, as he declared, was not to banalize, not to rewrite, but to keep the discussion going. I wanted to depict the tragedy of the Holocaust using the language of comedy to strengthen the tragedy. Laughter, after all, is another form of crying. The film does not begin with the acknowledgement that the film is a fable. It's about a group of Jews from a make-believe shtetl in Eastern Europe who hear about Nazi deportations and decide to purchase a train and deport themselves. Some of the Jews play the role of the Jews, some of the Jews play the role of the Germans, and this film is this really wonderful fantasy-like story. Until the end, the narrator is the shtetl idiot, if I may say so, Shlomo. He tells the story, and the very last sequence shows him concluding the tale. He says, most of the Jews, they wanted to go to Palestine. Most of the Jews ended up in India. Most of the gypsies whom they encounter during their journey ended up in Palestine, a very unlikely situation. And then he says, this is the story of my shtetl as I remember it. And then the camera cuts to a medium close-up of his face behind a barbed wire fence, and his voice says, well, almost the true story of my shtetl. So the film totally reverses our perception of this fantasy, fable-like story. So if the ending of La Vita è Bella leaves us feeling somehow hopeful and uplifted, the ending of La Vita è Bella totally reverses the good feeling we may have experienced while watching the film. The second example I want to refer to is a more recent one. It was broadcast in June of this year, again off prime time, 11:40 p.m., by Tevere 2, the second channel of national television. It is Romanian-German director Radu Gabrea's feature film called Gruber's Journey. The story of this film is a very interesting one. It's, to the best of my knowledge, the first Romanian film whose character is a foreigner. Italian journalist Curzio Malaparte, the script is partly based on his novel Caput, the first document to speak about the Iași pogrom. The film is about the journey of Curzio Malaparte, who is searching for a Jewish doctor in Iași during the days of the pogrom. To cut a long story short, because Mr. Chairman has just said I'm running out of time, the film was actually quite controversial and was not welcomed by Romanian nationalists, who denied the fact that the Romanian authorities were involved in killing almost 15,000 Jews during the days of the pogrom. The film is very restrained in showing us direct violence. We just see people washing blood off the streets and painting the walls. We see the death train stuck in the middle of nowhere, and we hear the people inside crying for help. But this is it. The main character, Dr. Gruber, appears only in the end, and his understated performance speaks volumes. Malaparte and the audience by that time already know that his father had died during the pogrom. Well, I still had a lot to talk about, but I'll just move to conclusions.
What is the explanation for this scarcity of TV programs about the Holocaust? Well, Holocaust denial and the idea that Romanians were not responsible only plays a part of it, but this part is really quite significant. To end with, I will give you just one example. In December of last year, the regional TV network, the national TV network Tavere Cluj, broadcast a live TV show about Christmas carols. Among the carols featured on the program was a really anti-Semitic one, whose lyrics, among others, said, quote, "The damned kikes, not even God can stand them on earth or in heaven. The only place where they are good for is to be smoke up the chimney," end quote. This caused a huge, huge scandal. The Israeli embassy protested, the American embassy protested, the Wiesel Institute protested, the international press, they were all up in arms about this. The explanation of Romanian television. The program was a live broadcast. The TV crew had no way of making a selection of songs because another institution had been in charge of making the selection. The carol is part of traditional archaic folklore. The choice of presenting it was unfortunate, but it is not about the Holocaust. It is about the fact that Jews killed Christ. So in 2013, the argument is the Jews killed Christ, so it's okay to show this carol on television. The result of this was an investigation of the Romanian version of the FCC. Romanian television was fined 50,000 lei, and the director of the cultural association responsible for selecting the carols was made to actually present his resignation. I would like to, and here I would be happy to take any questions you might have in the discussion section, and hopefully the conversation will keep going. Thank you very much for your attention and patience. Thank you very much. Ich würde Ihnen jetzt gerne unseren dritten Sprecher vorstellen, Raphael Rauch. Raphael Rauch hat Geschichte, Politik und katholische Theologie studiert in Deutschland, Frankreich und in den USA. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt schreibt er gerade am internationalen Graduiertenkolleg Religiöse Kulturen in Europa des 19. und 20. Jahrhunderts der Ludwig-Maximilian-Universität in München seine Dissertation. Das Thema der Dissertation ist Juden im westdeutschen Fernsehen der 1980er Jahre. Und genau aus dieser Zeit wird auch die Serie sein, die Herr Rauch in seinem Vortrag behandelt. Bitte. Vielen Dank. Ich bedanke mich jetzt nicht lange für die freundliche Einführung, obwohl sich das wahrscheinlich in Österreich noch mehr gehört als in Deutschland, sondern gehe aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gleich zu meinem Thema über. Die amerikanische Serie Holocaust, das ist jetzt schon verschiedentlich angeklungen, hat das westdeutsche Fernsehen verändert. Holocaust hat, und das ist nun wahrlich nicht neu, in den 80er Jahren einen sogenannten Erinnerungsboom ausgelöst. Filmische Darstellungen über die Judenverfolgung während des Nationalsozialismus haben nach Holocaust regelrecht exponentiell zugenommen. Aber, und das ist nun hoffentlich neu und noch nicht ganz so vertraut, Holocaust hat auch einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Es sollte im deutschen Fernsehen nicht nur um Juden der Vergangenheit gehen, sondern auch um Juden der Gegenwart. Integration hinein ins Fernsehen. Das bedeutete zugleich Integration ins Wohnzimmer und damit hinein in die Mitte der Gesellschaft. Mediale und visuelle Integration somit als Vorläufer der gesellschaftlichen Integration. Ich frage also im Folgenden nach dem Ort der Juden in Deutschland innerhalb der deutschen Gesellschaft der 80er Jahre. Meine These lautet, die Frage nach dem Ort der Juden ist zugleich auch eine Frage nach der moralischen Ordnung, die sich eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit gibt und für sich als gültig erklärt. Und hier will das Fernsehen als Korrektiv eingreifen. Dieses Argument illustriere ich anhand der ARD-Vorabendserie Levin und Gutmann von 1985. Also wo heute Verbotene Liebe läuft, lief damals Levin und Gutmann zumindest 13 Folgen lang. Levin und Gutmann war eine unmittelbare Antwort deutscher Fernsehmacher
auf die TV-Serie Holocaust. Sie ist in Vergessenheit geraten und ich habe sie in den Tiefen des Archivs gefunden. Levin und Gutmann, so zeige ich, betreibt visuelle Integration und möchte so die moralische Ordnung der frühen Bundesrepublik korrigieren, die von einem problematischen Umgang bzw. keinem Umgang mit der Vergangenheit gekennzeichnet war. Ich beginne erstens mit Konsequenzen für das westdeutsche Fernsehen nach der Holocaust-Ausstrahlung. Zweitens stelle ich Ihnen die ARD-Serie Levin und Gutmann vor, die eben nicht Juden der Vergangenheit, sondern der Gegenwart behandelt hat. Und drittens führe ich meine These aus anhand einer Detailanalyse der Folge Max Bar Mitzwa. Erstens Holocaust, eine narzisstische Kränkung für das westdeutsche Fernsehen. Holocaust war ein Politikum, im Kleinen wie im Großen. Als kleine Reverenz an den gastgebenden österreichischen Rundfunk hier möchte ich an einen Rechtsstreit erinnern, den der ORF damals mit der Chemie Linz AG aufsichten musste. Der Chemiekonzern verklagte den ORF und den in Deutschland federführenden Westdeutschen Rundfunk, weil die Chemie Linz AG seit Holocaust starke Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatte. Die Großeltern der Familie Weiß hatten sich mit einer Überdosis des Schlaganfallmedikaments Instenon suizidiert. Das Medikament war in Holocaust klar zu lesen. Damit kam es zu einer Klageschrift. Seitdem gingen nämlich die Umsatzzahlen zurück. ORF, WDR und die Chemie Linz AG einigten sich auf einen Vergleich. In späteren Fassungen wurde die Kameraeinstellung auf das Medikament herausgeschnitten. Ein Beispiel dafür, dass sich Filme eben nicht nur versenden, sondern tatsächlich wachrütteln und wirken können. Nicht müssen, aber können und sogar Einfluss auf das Kaufverhalten von Verschreibungen und Medikamenten haben. Holocaust hatte aber auch innerhalb der Filmszene viele Kritiker. Zwar erreichte Holocaust mit der typischen Hollywood-Ästhetik den Mainstream, dem Erfolg bei den Massen, Stichwort Medienereignis hier, folgte jedoch zugleich die Kritik des Feuilletons, das die eingestürzte Mauer des Schweigens zwar lobte, doch die Ästhetik scharf kritisierte. Der Münchner Filmemacher Edgar Reitz, der ein paar Jahre später mit Heimat ebenfalls einen Welterfolg feierte, war von Holocaust regelrecht angewidert. Ich zitiere: "Ich habe mich so geärgert darüber, dass die Bilder nicht stimmen, dass hier eine deutsche Geschichte erzählt wird, deutsche Schicksale erzählt werden, bis hin zu den grässlichsten Dingen, die geschehen sind, ohne dass ein einziges Bild wirklich stimmt, ohne dass ein Lächeln, ein Wort, ein Satz, der gesprochen wird, so vorkommt, wie es wirklich gewesen sein muss. Nicht eine einzige Situation kann sich genauso im Leben dieser armen Menschen abgespielt haben." Zitat Ende. Die große Betroffenheit unter den Zuschauern wertete Reitz als Krokodilsträne der Nation, wo zwar die Moral stimmt, der Rest aber Kitsch ist. Wer sich für diese mediale Debatte interessiert, dem sei ein wunderbares Buch von einer wunderbaren Referentin empfehlen. In Reitz' Kritik an Holocaust schwang auch die narzisstische Kränkung mit, die Holocaust für deutsche Filmemacher und für die Rundfunkanstalten bedeutet hatte. Nach der Ausstrahlung von Holocaust und der enormen Rezeption wurde die Frage laut, ich zitiere: "Warum haben die Deutschen über 30 Jahre lang ein ähnliches Produkt nicht zu Wege gebracht? Warum mussten die Amerikaner uns vormachen, wie eine populäre, jedem verständliche, emotional wirkende Geschichte dieser Art gemacht wird?" Zitat Ende. Holocaust hat somit die Deutschen im Allgemeinen und deutsche Fernsehmacher im Besonderen wachgerüttelt. Fieberhaft machten sich Fernsehdirektoren und Fernsehspielmitarbeiter auf die Suche nach deutschen Antworten auf das amerikanische TV-Ereignis, sozusagen nach einem deutschen Anti-Holocaust. Wenn Holocaust kitschig und trivial war, dann sollte die deutsche Antwort unbedingt das Prädikat authentisch erhalten. Das heißt, keine erfundene Familiengeschichte, die, wie bei Holocaust, alle Stationen des Holocaust durchmacht, sondern ein tatsächlich stattgefundenes Schicksal, das beispielhaft für den Holocaust steht. Fragmente statt Vollständigkeit, Wahrheit statt Fiktion, lautete die Devise. So eine authentische Überlebensgeschichte ist die von Janina David. Verkürzt wurde sie oft so dargestellt: ein Mädchen wie Anne Frank, nur dass sie polnisch ist und überlebt. Die Serie Ein Stück Himmel geht auf die Autobiografie von Janina Dawidowicz zurück, geboren 1930 im polnischen Kalisz. Während des Zweiten Weltkrieges lebte das jüdische Mädchen größtenteils im Warschauer Ghetto. Den Holocaust überlebte sie, indem sie in einem Kloster untertauchte und dort getauft wurde. 1979, nach dem überwältigenden Erfolg von Holocaust, entschloss sich der Westdeutsche Rundfunk dazu, Janina Davids Biografie als Serie zu verfilmen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Holocaust hat Ein Stück Himmel den Weg geebnet.
Ich habe im SDR-Archiv in Stuttgart Briefe des Drehbuchautors gefunden, der immer wieder in den 70er Jahren das Stück anpries, vergebens. Immer wieder bekam er Absagen. Nach 1979, dann wie gesagt, konnte es nicht schnell genug gehen. Den Fernsehverantwortlichen wollten also dieses Stück realisieren. Die achteilige Serie wurde ein Riesenerfolg und immer wieder als deutsche Antwort auf Holocaust, als authentische Geschichte gegenüber einem Hollywood-Drama gelobt. Auch ein Stück Himmel hat sich nicht nur versendet. Die Serie hat viele wachgerüttelt und sie hat auch den Namen Janina im Deutschen populär gemacht. Nach Ausstrahlung der Serie 1982 fand sich Janina zum ersten Mal auf Platz 34 der beliebtesten deutschen Mädchenvornamen nach Jana und vor Mareike. 1986, nach der Wiederholung und Erweiterung der Serie um zwei Folgen, rückte Janina gar auf den 17. Platz vor, nach Katrin und vor Lisa. Erst letzten Samstag, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, habe ich in London auf einer Party eine Janina kennengelernt. Sie kam aus Deutschland, Jahrgang 1982. Any questions? Sie konnte mit meinem Forschungsthema sofort etwas anfangen und ich, der sonst ein schreckliches Namensgedächtnis hat, konnte mir endlich mal einen Namen merken. Darstellungen über den Holocaust haben im westdeutschen Fernsehen nach 1979 exponentiell zugenommen. Die Chefs der einzelnen Fernsehspielabteilungen vereinbarten gar, ihre Projekte zu koordinieren, weil sie befürchteten, ein inflationärer Gebrauch von Holocaust-Themen könnte kontraproduktiv sein. Zugleich störten sich die Ersten daran, dass Juden immer vom Trauerflor überschattet wurden, Holocaust und Antisemitismus gar als konstitutiv für das Judentum galten. Was war denn mit den Juden der Gegenwart? Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, zur ARD-Serie Levin und Gutmann. Gegen den Fluchtpunkt Holocaust wollte auch Arthur Brauner ankämpfen. Arthur Brauner ist ein großer Berliner Fernsehproduzent mit jüdischem Hintergrund. Der begrüßte zwar die amerikanische Serie, kritisierte aber zugleich, dass, ich zitiere, diese Behandlung nicht ausreicht, um eine richtige Wende herbeizuführen. Mit der Serie Levin und Gutmann wollten wir die deutsche Bevölkerung, die noch letztendlich die Ermordung von 40% der jüdischen Nachbarn zu verantworten hat, aufrütteln. Zitat Ende. Inspirieren ließ sich Arthur Brauner Ende der 70er Jahre von dem britischen Fernsehspiel Bar Mitzvah Boy von Jack Rosenthal. Darin geht es um einen Jungen, der miterleben muss, wie seine ganze Familie in heller Aufregung ist, weil bald seine Bar Mitzvah ansteht. Es geht um Einladungen, um Essen und um das entsprechende Outfit, aber nicht um das religiöse Fest im engeren Sinne, für das er sich eigentlich interessiert. Plötzlich haut er ab, als ihm alles zu viel wird. Bar Mitzvah Boy wurde 1976 in der BBC ausgestrahlt und lief 1978 im deutschen Fernsehen. Arthur Brauner wollte Ähnliches adaptieren und das Leben von Juden im Deutschland der Gegenwart zeigen. Zuerst hatte Brauner vor, einen israelischen Autor zu engagieren, doch die hatten vom jüdischen Berlin der 80er Jahre keine Ahnung. Daher fiel die Wahl auf den Schriftsteller Wolf-Dietrich Schnurre. Schnurre, Mitbegründer der Gruppe 47, war zwar nicht Jude, aber das Judentum ist mit Autor und Werk eng verbunden. Schnurre befasste sich über 40 Jahre lang intensiv mit dem Judentum und war sehr stolz darauf, ich zitiere, ungefähr 200 jüdische Leute zu kennen und betonte auch immer gerne, die meisten seiner Freunde seien jüdischen Glaubens. Als Regisseur wählte Arthur Brauner Peter Deutsch. Deutsch hatte Theaterwissenschaft und Dramaturgie an der Humboldt-Universität in Berlin studiert oder zu Berlin, wie die Berliner sagen würden, also im Osten. Er war seit 1970 Regisseur und künstlerischer Leiter beim DDR-Fernsehen. 1982 emigrierte er in die Bundesrepublik. Er war Sohn von Berti und Walter Deutsch, ebenfalls im Theaterbusiness tätig. Bis 1942 mussten sie im Prager Ghetto interniert leben. Später wurden sie nach Theresienstadt und Auschwitz deportiert, überlebten aber die Gräueltaten. Ein jüdischer Produzent und ein jüdischer Regisseur, beide Holocaust-Überlebende, und einem sich dem Judentum verpflichtet fühlender Schriftsteller waren also die drei Säulen von Levin und Gutmann. Vor dem Problem, Jüdischkeit zu definieren, hier sieht man es schon ein bisschen angedeutet, links ein orthodoxer Jude, Herr Levin, rechts ein eher liberaler Jude, Herr Gutmann, und im Vordergrund der Bar Mitzvah Boy von Schnurre und Deutsch, der kleine Max. Vor dem Problem, Jüdischkeit zu definieren, stand vor allem der Drehbuchautor Wolf-Dietrich Schnurre, als er sich an die Drehbücher für die ARD-Serie machte. Schnurre sprach von einem Zaun, der sowohl von den Nichtjuden als auch von den jüdischen Bürgern selbst um den strapazierten Begriff des Jüdischen in Deutschland immer noch errichtet sei. Diesen Zaun wolle er abbauen. Ohne Belehrung, ohne moralischen Zeigefinger. Typisch Gruppe 47.
Ein ambitioniertes Projekt. Schließlich kann man, wenn es um Juden geht, viel falsch machen. Doch genau diese Hab-Acht-Stellung störte Schnurre. Er regte sich darüber auf, dass das Selbstverständliche eben in vielen Köpfen noch nicht selbstverständlich war. Ich zitiere: Ein Jude ist auch nur ein Mensch. Und die meisten Sorgen und Probleme jüdischer Menschen sind auch die Probleme jener, die immer glauben, die jüdische Seite nicht verstehen zu können oder mit Samthandschuhen anfassen zu müssen. Zitat Ende. Visuelle Integration ist das große Stichwort, das Schnurre mit Levin und Gutmann erreichen wollte. Indem Juden in den Mittelpunkt der Fernsehunterhaltung gerückt werden, sollten sie auch in die Mitte der Gesellschaft gelangen. Die Frage der Sichtbarkeit ist somit eine Frage nach der moralischen Ordnung. Die Juden sichtbar zu machen, ins Zentrum zu rücken, heißt, eine defizitäre Ordnung zu korrigieren. Versetzen wir uns in die damalige Zeit zurück, Deutschland in den 80er Jahren. Damals hat noch keine Synagoge am Münchner St. Jakobsplatz einen prominenten Platz gefunden und damals gab es auch noch keine Pläne für ein Holocaust-Denkmal in Berlin. Im Gegenteil, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl schlug eine Gedenkstättenpolitik ein, in der nicht zwischen Tätern und Opfern unterschieden, sondern alle Zeitgenossen als Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft apostrophiert werden sollten. Zwar saßen die meisten Juden nicht mehr auf gepackten Koffern, aber sie waren noch nicht so präsent wie heute. Aber sie wurden langsam präsenter, vor allem aufgrund der herangewachsenen Generation von Juden, die erst nach 45 geboren wurden. Die versammeln sich zum Teil auch in Studentenversammlungen und daraus möchte ich jetzt einen Ausschnitt zeigen, wenn ich den Ordner finde oder kurz Hilfe bekomme. Also das ist ein Ausschnitt aus Levin und Gutmann, der von einer Studentenversammlung handelt. So Leute, ich finde, wir sollten jetzt endlich mal... Wer ist für die Filmvorführung? Moment mal, um was für Filme geht's denn? Ach, der übliche Quatsch, antisemitische Streifen aus der NS-Zeit. Petersen und Bendel, Jud Süß und so ein Kram. Aha. Und was hast du als Alternative zu bieten, Felix? Alternative zum Antisemitismus? Na, also ich hätte da schon eine. Bin ich gespannt. Ich würde gern auf das Anti verzichten. Das kennen wir doch nun schon fast 3000 Jahre. Semitismus? Was soll das sein? So eine Art Identitätsfindung, wenn du so willst. Du meinst nicht, der Mäusche hat sich auf dem Horeb schon für einen Juden gehalten? Immerhin. Ein ganz schön bunter Völkerhaufen, mit dem er dann in Richtung Kanaan gezogen ist. Na und? Hat da nicht einer einen Bund mit Mäusche geschlossen, der jeden mit einbezog, der zu ihm gehörte? Wenn ja, dann ist doch jeder auch Jude gewesen. Bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Was ist das dann, jüdisch? Du fragst vielleicht blöd. Na dann, antworte doch einfach gescheit. Mensch, wenn man da so drüber nachdenkt, das ist gar nicht so einfach. Ehrlich? Genau wüsste ich das auch nicht zu sagen. Nun macht aber mal halblang. Ihr seid Juden und wisst nicht, was jüdisch ist? Weißt du es denn, Felix? Also gut, Rasse fällt schon mal flach. Na, Religion doch aber auch. Denn ich bin Jude und glaub nicht. Aber irgendein Kriterium muss es doch geben. Vielleicht die Orthodoxie. Ja, Sarah, sagen wir, die Einhaltung der Gesetze. Schließlich, die hält ein liberaler Jude ja auch irgendwie. Tja, und wer hat unseren Leuten die jüdischen Gesichter verpasst? Und sagt bloß nicht die Gesetze. Mensch, du machst einen völlig Mischugge. Was man mit dem Antisemitismus bestimmt nicht erreichen kann. Denn über den sind wir uns ja einig. Leo hat recht. Wir sollten uns einen vernünftigen Typen einladen, der uns ein Referat über Jüdischkeit hält. Los, Handzeichen, wer ist dafür? Einstimmig, alles klar. Das war meine unkomplizierte Studentenversammlung. Sie sehen, in den 80er Jahren wird das Judentum vor allem von jungen Juden neu, plural, mehrdeutig, ja komplex definiert oder zu definieren versucht. Die Studenten sprechen von einer Identitätsfindung, die sie aber auch überfordert. Ihr seid Juden und wisst nicht, was jüdisch ist, schimpft ein Student. Deutlich wird, nicht jüdische Vergangenheit, sondern jüdische Gegenwart steht im Zentrum. Ein Vorwurf an Historiker, die sich mit Filmen beschäftigen, lautet oft, sie würden eine Filmgeschichte ohne Film schreiben. Viel Kontext, wenig filmischer Text. Leider kann ich Ihnen jetzt nicht exemplarisch eine Folge a 25 Minuten zeigen, aber ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über die Folge Max Bar Mitzwa. Damit sind wir bei meinem dritten Punkt angelangt. Die Folge handelt von Max Bar Mitzwa Vorbereitung. Wir sehen hier Max mit seinem Großvater,
Der Sympathieträger von Levin und Gutmann wurde eindrucksvoll gespielt von Schmuel Rodensky, dem bekannten Milchmann aus Anatevka. Max geht es so, wie es Kindern nun einmal geht, die religiöse Rituale ernst nehmen. So wie die Vorbereitung auf Erstkommunion, Konfirmation und Firmung Gesprächsstoff in der Familie liefert und dazu führt, dass Rituale auch mal hinterfragt, reinterpretiert und neu angeeignet werden, beschäftigt sich auch Max intensiv mit seiner Bar Mitzwa. Teils humorvoll, aber auch intellektuell und fromm, wenn er den praktischen Aspekt der Bar Mitzwa nicht ausklammern möchte. Er wehrt sich dagegen, ein leeres Ritual zu feiern, bei dem es nur um den schicken, maßgeschneiderten Anzug geht. Im Gegenteil, im Anzug fühlt er sich unwohl und schimpft, ich fühle mich wie ein Schammes ohne Geschäftsbereich. Für Max ist die Bar Mitzwa mehr. Er sieht seine Mitzwa darin, dem türkischen Freund Ayan zu helfen, der keine Lehrstelle findet, weil er Ausländer ist. Die Freundschaft zu Ayan und anderen Nichtjuden zeigt, Juden leben in den 80er Jahren keinesfalls in einem Ghetto, sondern sie sind ein Teil von Deutschland, tauschen sich intensiv mit ihrer Umwelt aus. Jossel, Max Vater als Kirschner, hat viele nichtjüdische Kunden. Max geht selbstverständlich in ein türkisches Restaurant. Das wiederum missfällt der Familie Levin. Hier zu sehen, in einer typischen Berliner Wohnung im 60er-Jahre-Dekor. In anderen Einstellungen wären auch zum Beispiel Mezuzah, Menorah, Davidstern und andere Judaika zu sehen. Aber hier sieht man ganz gut, dass es nicht um eine Überfrachtung an Judaika geht. Im Hintergrund, hier nur schwach zu sehen, hängt ein Flamingo-Bild. Die Einrichtung ist also nicht nur jüdisch kodiert. Vor allem Max Vater Jossel, hier rechts zu sehen, wünscht keinen Umgang mit Türken. Das sei schließlich schlecht fürs Pelzgeschäft. Geradezu bemerkenswert ist, wie die Serie Strukturanalogien zwischen Antisemitismus und Xenophobie herausarbeitet und verständlich herunterbricht. Weit vor der Wissenschaft, die das meines Wissens erst nach dem 9-11 intensiv betrieben hat. Drei Beispiele davon aus der Folge Max Bar Mitzwa. Was früher der antisemitische Rassismus war, ist nun antitürkischer Rassismus. Stichwort schwarze Haare und Knoblauch. Was früher Juden raus hieß, lautet nun Ausländer raus. Was früher Ghetto hieß, ist nun Kreuzberg. Passend zur Stimmung der 80er Jahre, die in Richtung Asylflut sich entwickelt hat. Die visuelle Integration schließt somit Türken und Muslime mit ein. Visuell deutlich am Beispiel von Ayans Vater zu sehen. Der ein Restaurantbesitzer ist, aber nicht wie ein typischer Dönerbudenbesitzer aussieht, sondern in Anzug und Krawatte serviert. Türken werden so als bestens integriert, ja als geradezu salonfähig dargestellt. Und mit dem Ghetto-Leben in den Hinterhöfen von Kreuzberg wird dieses Foto kontrastiert. Intoleranz, Hass und Rassismus, mehr hat dem Antisemitismus damals auch nicht zugrunde gelegen, sagt Großvater Sammy. Zugleich wird aber auch deutlich, dass die Juden eine kleine Minderheit sind, die zu verschwinden droht. Immer wieder wird das in Levin und Gutmann thematisiert. Vater Jossel schimpft etwa, als sein Sohn eine Schickse datet und schimpft auch, so löst sich langsam die Jüdischkeit auf, als er erfährt, dass seine Tochter aussieht und sein Sohn das Studienfach gewechselt hat. Liberalität und Pluralität haben ihren Preis. Am Ende setzt sich in der Folge Bar Mitzwa Boy der kleine Max aber durch. Ayan darf bei Herrn Levin in die Lehre gehen. Plötzlich ist es doch nicht mehr so schädlich fürs Geschäft. Und Max hält in der Synagoge eine beeindruckende Rede und wird so zum Bar Mitzwa Boy. Die Interpekturalität zwischen dem englischen Vorbild und der deutschen Adaption ist aus meiner Sicht deutlich zu sehen. Pikantes Detail am Rande. Max zitiert in der Folge immer wieder aus dem Tanach, allerdings nicht aus der jüdischen Übersetzung, sondern aus der Luther-Übersetzung, was angesichts von Luthers starken Antisemitismus vielleicht nicht ganz koscher ist. Dass die Zuschauer sich mit dem Stoff nicht leicht tun würden, war Schnurre im Übrigen von Anfang an klar. Bereits im Vorfeld des Serienstarts ließ er verlauten, er müsse keine Gedanken an eine Fortsetzung der Serie verschwenden. Schließlich werde sie in Deutschland ausgestrahlt. Da seien 13 Folgen als 25 Minuten schon Zumutung genug. Kritiker lobten einerseits das innovative Konzept, jüdisches Leben der Gegenwart darzustellen, kritisierten jedoch zugleich die Komplexität der Dialoge, die kammerspielartige Inszenierung und insbesondere die Verwendung der jüdischen Sprache. Mame, Tate, Aizes. Manche Kritiker argumentierten, die Berliner Juden hätten bereits um die Jahrhundertwende die jiddischen Begriffe abgelegt. In Levin und Gutmann würden Berliner Juden mit jiddelndem Akzent also bewusst exotisiert. Ich komme zum Schluss. Das Zeitfenster nach Holocaust, in der die Rundfunkanstalten für jüdische Themen besonders sensibilisiert und empfänglich waren, hat Levin und Gutmann mit möglich gemacht.
Levin und Gutmann steht für visuelle Integration und für Versöhnung. Nicht nur Versöhnung mit der Gegenwart, sondern auch ein kreativer, produktiver Umgang mit der Vergangenheit. Wenn etwa ein äußerst sympathisch gezeichneter, junger, dynamischer, lockiger, also nicht Schläfchen, sondern richtigen Lockenkopf habender und fußballspielender Rabbiner den Namen Rabbi Löw trägt und damit über den schlimmsten NS-Propagandafilm triumphiert. Im Kontext von Helmut Kohls geistig-moralischer Wende, dem Bitburg-Besuch und dem Historikerstreit erscheint Levin und Gutmann als Erinnerungsangebot, in der jüdische Identitäten in Deutschland neu verhandelt werden. In den 80er Jahren, also in einer Zeit, in der einerseits Fragen nach dem Verbleib der Juden aus der eigenen Stadt vermehrt gestellt wurden, andererseits die Schlussstrichmentalität wieder laut wurde, macht Levin und Gutmann deutlich, es gibt lebendiges jüdisches Leben in Deutschland und die Sorgen und Nöte, aber auch die Träume und Hoffnungen von Juden haben oft weniger etwas mit Jüdischsein zu tun, sondern ganz allgemein mit den Widrigkeiten des Lebens. Wir haben es mit Generationenkonflikten der verschiedensten Form zu tun. Großvater Sammy geht mit seinen Sprüchen der Familie auf die Nerven. Elsbeth Gutmann erfährt von ihrem Arzt, dass sie Krebs hat. Sie stirbt auch im Laufe der Serie. Und Benno, das schwarze Schaf der Familie, ein Nachtclubbesitzer, und seine Nichte Ruth müssen sich zusammenreißen, um keine verbotene Liebe zu entfachen. Also ein ganz normaler Stoff für eine Fernsehserie, aber eben unter dem Primat der visuellen Integration von Juden und damit unter einem moralischen Primat. Der Erfolg von Levin und Gutmann hielt sich in Grenzen. Dennoch stellt, finde ich, die 13-teilige Serie, die in jeweils 25 Minuten jüdischen Alltag der Gegenwart darstellte, ein einmaliges Format dar. Es war der erste Versuch des deutschen Fernsehens, in größerem Umfang jüdisches Leben der Gegenwart darzustellen und so Juden visuell nicht nur ins Fernsehen, sondern auch in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich möchte nun jetzt abschließend unseren letzten Referenten vorstellen, Klaus-Jürgen Hermanik. Klaus-Jürgen Hermanik hat eine Assistenzprofessur am Zentrum für Kulturwissenschaften der Universität Graz. Er hat sich dort in südosteuropäischer Geschichte habilitiert. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Identitäts- und Ethnomanagement von Minderheiten in Südost-, Mittel- und Südeuropa, Erinnerungskulturen in Südeuropa und jüdische Geschichte in Südosteuropa. Das Thema seines Vortrags wird sein empathische Identifikation mit Medienpersonen einer serbischen TV-Serie zur Vermittlung des Holocausts in Serbien. Und ich möchte ihn bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Ja, ich bedanke mich auch für diese nette Einführung und ich bedanke mich auch bei allen, die so lange bis zum letzten Paper hier ausgeharrt haben. Wie Sie bereits dem Titel entnehmen können, stützt sich mein Vortrag vor allem auch darauf, dass ich Identifikation mit fiktionalen Medienpersonen, also den direktesten Zugang zu medialen Texten, gewährleistet. Und für mich als Historiker ist das nicht immer so geläufig, dass man sich mit diesen Dingen auch stärker auseinandersetzt. Im Identifikationsprozess selbst, also verbinden sich eine kognitive und eine affektive Komponente und die affektive, die wird auch empathische Identifikation genannt und das habe ich hier in den Titel schon hineingenommen. Und sie sind nämlich bei meinen Beispielen dann auch ein Schlüssel dafür, die Zuseherinnen und Zuseher der Fernsehserie auf diese spezifische Art auf den Holocaust aufmerksam zu machen, nämlich durch die Teilnahme an den Emotionen der Protagonistinnen und Protagonisten, an deren Schicksal man medial teilhat. Meine Beispiele stammen aus der serbischen TV-Serie Miris Kišina Balkanu, der Duft des Regens am Balkan übersetzt, die vom staatlich serbischen RTS in 14 Episoden in den Jahren 2010 und 2011 ausgestrahlt wurde. Produktion und Regie Ljubisa Samarčić, auf dem Bild der zweite rechts unten. Er war auch ein sehr bekannter oder ist auch ein sehr bekannter serbischer Schauspieler. Diese TV-Serie war bei den Zuseherinnen und Zusehern äußerst erfolgreich und daher habe ich sie auch hier ausgewählt oder überhaupt für meine Forschungen ins Zentrum gerückt. Und 2013 gab es auch eine Wiederholung. Darüber hinaus wurde ein unterschiedlicher Cut seit dem Herbst 2011 als Filmtrilogie in Kunstkinos und bei Festivals gezeigt. Die TV-Serie selber wurde aber nicht nur in Serbien mittlerweile ausgestrahlt, sondern auch in Bosnien oder Kroatien beispielsweise.
Die Serie selbst basiert auf der homonymen Romanvorlage von Gordana Kuic, die bereits im Jahr 1986, also noch zu Zeiten Jugoslawiens, erschienen ist. Der Roman war in Serbien ebenfalls schon recht erfolgreich und es gibt von diesem Roman also eine serbische, die Originalfassung und auch eine englischsprachige Copy mit dem Titel The Sand of the Rain in the Balkans. Kuic erzählt darin die Geschichte der sephardischen Familie, die ursprünglich in Sarajevo ansässig war. Die Erzählzeit reicht vom Ende des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Familienmitglieder selber lebten später allerdings dann in unterschiedlichen Städten des Königreichs Jugoslawien. Der Roman stützt sich wiederum auf Tagebucheintragungen der Mutter, der Autorin, und das bringt das fiktionale Narrativ wieder näher zu etablierten historischen Quellensorten. Also man könnte da fast ein wenig von einer Semi-Fiction sprechen, obwohl die Fiction oder die Tagebucheintragungen ja selbstreferenziell sind, also komplizierte Konstruktion. Ein paar Sätze auch noch zur Paradox of Fiction, und zwar, das ist nämlich etwas, das für uns Historikerinnen und Historiker nicht alltäglich ist. Wir betrachten ja meistens non-fiktionale Quellen. Also ich möchte hier ganz kurz nur den Begriff Paradox of Fiction aufwerfen, der von Paisley und Livingston und Alfred Merle im Jahr 97 schon kreiert wurde, und eine Kernaussage dazu lautet wie folgt, ich gebe es gleich im englischen Original wieder: that a forgiven emotion is congruent with events in the real world, it will normally be appropriate in response to similar events in the fictional world. Und diese einfach klingende Tatsache erklärt jetzt also die Fähigkeit des Zusehers, der Zuseherin, überhaupt Gefühle für fiktionale Charaktere zu entwickeln und entsprechend dazu, sich auf fiktionale Geschichten einlassen zu können. Zum Stimulus einer Bild- und Filmrezeption vermerkt der Medienpsychologe Dolph Sillman, dass es hier durchaus eine erlernte Stimulusreaktion auf ikonografische Medien bei uns Betrachterinnen und Betrachtern gibt. Und diese Erfahrung ist schließlich auch dafür verantwortlich, affektive Reaktionen zu erzeugen oder zu korrigieren. Und gerade im Zusammenhang mit dem Holocaust ist es wesentlich zu erwähnen, dass damit als eine Form des Selbstschutzes Empathie bis zu einem gewissen Grad kontrolliert wird, vor allem wenn es eben um extreme Emotionen geht, die aus einem Ertragen von Gewalt, sexuellem Missbrauch oder von Tötungsdelikten herrührt. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass alle Formen von Empathie auch zu einem so bezeichneten Dispositional Override of Empathy führen können, der beim Zuseher oder bei der Zuseherin durchaus eine gegenteilige Reaktion auslösen kann. Bei meinen Beispielen und nach diesen nur stichwortartigen Rahmenpunkten komme ich nun zur TV-Serie Mir als Kishina Balkano. Darin werden keine Bilder von expliziter Gewalt oder des Massenmordes gezeigt. Das heißt, ein Dispositional Override of Empathy wird damit weitgehend vermieden. Sowohl Gordana Kuic in ihrem Buch als auch Ljubiša Samardžić in der TV-Serie nutzen allein das audiovisuelle Narrativ, um an die offensichtliche Bedrohung sowie Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, die von den Nazi-Besatzern in Serbien und vom Ustascha-Regime im unabhängigen Staat Kroatien, im Nezavisna Država Hrvatska, ausging, zu erinnern. Meine Beispiele beziehen sich allerdings hier und heute nur auf den Holocaust in Beograd 1941-42. In der TV-Serie beginnen wir der Geschichte der Familie Salom, wobei die Schicksale der fünf Schwestern Blanki, Riki, Buka, Nina und Klara und jene des einzigen Sohnes Isaac jeweils individuell ins Zentrum rücken. Die dramaturgischen Effekte zielen darauf ab, an den Gefühlen dieser fiktionalen Medienpersonen möglichst teilzuhaben. Denn wir betrachten vor allem Dialoge unter den Familienmitgliedern mit Verwandten oder Freunden. Die Szenen wirken sehr reduziert, was mich eher an ein verfilmtes Kammerschauspiel erinnert. Somit spielt sich die Handlung mehrheitlich in Innenräumen ab. Die angesprochenen Dialoge begleiten oft ein Essen oder eine Jause, oder es wird umgekehrt zu Gesprächen entsprechend den kulturellen Codes in Serbien, Kaffee oder Schlivovica serviert. Zugleich werden damit Ereignisse, die außerhalb passieren, im Dialog erklärt und nicht alle in Bilder gefasst. Ich werde nun zwei Szenen aus der TV-Serie vorstellen, die den Holocaust in Belgrad unmittelbar thematisieren. Die erste Szene spricht die Existenz eines bedrohlichen Autobus im serbischen Original an und die zweite Szene dann das Judenlager Semlin Sajmište.
Diese beiden Bilder stammen aus der 11. Folge der 14-teiligen Serie. Das linke Bild zeigt Ricky Salom, die vor dem Krieg eine bekannte Ballerina in der Belgrader Oper war, nachdem sie vom Hauptquartier der Feuerwehr in Taschmaidan, wo sie sich als Jüdin registrieren lassen musste, zurückgekehrt war. Dort hatte Ricky gerade ihre Identitätskarte, ihren gelben Stern und das Armband ausgefasst. Und ich habe diesen Bildausschnitt gewählt, weil er zeigt, dass inzwischen auch ihr Hauseingang mit dem Davidstern auf gelbem Grund und dem deutschen Wort Juden gekennzeichnet wurde. Und hier muss ich darauf verweisen, dass gerade in Serbien die deutsche Sprache im Zusammenhang mit der Nazi-Okkupation eindeutig als Sprache der Besatzer interpretiert wird. Auf dem gelben Grund trägt Ricky den Davidstern und den Buchstaben J als Abkürzung für die slawische Bezeichnung Jid für Jude. Ihr Gesichtsausdruck zusammen mit dem gelben Plakat und ihrem Armband ist in diesem Bild Symbol für das Ausgeliefertsein der jüdischen Bevölkerung Belgrads zu diesem Zeitpunkt. Das rechte Bild zeigt den Dialog zwischen Ricky und ihrer Freundin Erna Gleditsch, einer aschkenasischen Jüdin. Sie trägt ebenfalls den Davidstern und wurde bis dato deswegen nicht verhaftet, da sie mit einem Serben verheiratet ist. Es gab für Mischehen damals Ausnahmen. Die Freundschaft zwischen Ricky und Erna zeigt auch, dass es in Belgrad damals keine strengen Boundaries mehr zwischen Sephardim und Aschkenasim gab, obwohl die Stadt zwei getrennte Synagogen beherbergte, die aber von den Nazis zerstört wurden. Zurück zum Bild. Ich habe den Film nun an jener Stelle eingefroren, wo Erna Ricky von einem Autobus erzählt, der deswegen keine Fenster hätte, da in ihm die Insassen vergast würden. Als Historiker nun ganz kurz zu den historischen Hintergründen. Im März 1942 erreichte den Leiter der Sicherheitspolizei in Serbien, Standartenführer Manuel Schäfer, in Belgrad ein geheimes Telegramm von SS-Obergruppenführer Heinrich Müller, dem Chef der Gestapo in Berlin, mit dem Text, Zitat, betrifft Judenaktion in Serbien, Einsatzkommando mit Spezialwagen Saurer, auf dem Landwege mit Spezialauftrag unterwegs. Zitat Ende. In Belgrad selbst waren der Kommandant des Judenlagers Semlin Sajmište, Herbert Andorfer sowie sein Vorgänger Edgar Enge, beide SS, für den Einsatz des Saurer Gasautobusses verantwortlich. Andorfer, ein geborener Linzer, versprach den Opfern, dass sie dieser Autobus zum Bahnhof von Semlin, Semun, bringen sollte, von wo sie in ein anderes Lager umgesiedelt werden sollten. Ein zweiter, kleinerer Lastwagen nahm ihre Habseligkeiten auf, um die Illusion, deportiert zu werden, aufrechtzuerhalten. Der Saurer Gasautobus fuhr auf seiner Route durch das Zentrum von Belgrad zur Schießanlage am Fuße des Hügels Avala, die ungefähr 15 Kilometer südöstlich der Stadt lag, wo dann die Totenkörper in Gräben verscharrt wurden, die bereits vorher von gefangenen Serben ausgehoben worden waren. Die Fahrten wurden ein- bis zweimal pro Tag durchgeführt, insgesamt 2 Monate hindurch, außer an Sonn- und Feiertagen. Am 10. Mai 1942 wurden auf der letzten Fahrt die jüdischen Mitglieder der Lageradministration getötet. Die Vergasung der jugoslawischen Jüdinnen und Juden war unter den Deutschen ein offenes Geheimnis, denn der völlig fremd aussehende Saurer Gaswagen wurde einfach im Hof des Sicherheitspolizeihauptquartiers in Belgrad geparkt und dort auch gereinigt. Zurück zur Serie. Auch den Bewohnern von Belgrad waren diese Fahrten, vor allem auch, weil sie durch das Stadtzentrum führten, nicht verborgen geblieben. Und daher ist diese Erzählung Ernas durchaus glaubwürdig. Bei Ricky und Erna erscheint hier einfach dann die nackte Tatsache davor, dass diese Art und Weise, umgebracht zu werden, und allein aufgrund der Tatsache, weil sie Jüdinnen sind und weil dieser Gaswagen ausschließlich dazu eingesetzt wurde, um Jüdinnen und Juden umzubringen. Hier auf der Karte sehen Sie auch, habe ich das aus einer Ausstellung herausgenommen, von wo die Jüdinnen und Juden stammten, die im Judenlager Semlin Semun untergebracht wurden und dann später ermordet wurden. Nun kommt mein historisches Beispiel vor dem zweiten Filmbeispiel, und zwar gemäß der Redezeit ein verkürzter historischer Abriss zum Judenlager Semlin, dem Jevrejski Logor Semun. Nach der deutschen Invasion in Serbien im Zuge des März 1941 fielen die Jüdinnen und Juden unter die Zuständigkeit der SS, namentlich Harald Turner, der allerdings dem Militärkommando in Serbien unterstand. Am 23. Oktober 1941 wurde die Entscheidung getroffen, die Gebäude auf dem Belgrader Messegelände als Transitlager
in erster Linie für serbisch-jüdische Frauen und Kinder einzurichten. Und daher wird das Lager in Serbien auch Sajmište, was so viel übersetzt so viel wie Messegelände bedeutet, genannt. Diese Folie habe ich ausgeschnitten aus einem Ausstellungskatalog. Das ist bereits Erinnerungskultur, eine Ausstellung, die erst kürzlich vor 3 Jahren von der jüdischen Gemeinde in Semun initiiert wurde zum Judenlager Semlin. Sie haben die Bildquelle hier angeführt. Das Lager wurde schließlich im Dezember 1941 installiert und bis zum 15. Dezember wuchs die Zahl der Insassen bereits auf 5.300 serbische Jüdinnen und Juden an. Und die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 und die damit zusammenhängende Ankunft des Saurer Gaswagens im März 1942 in Belgrad führten letztlich dann zur Ermordung der Jüdinnen und Juden, die sich im Judenlager Semlin befanden. Am 8. Juni 1942 informierte SS-Standartenführer Schäfer das Kommando der Wehrmacht mit folgendem Wortlaut, ich zitiere, keine Judenfrage mehr, nur mehr Juden in Mischeen, Zitat Ende. Schäfer ist übrigens der Herr, der zweite von links unten. Andorfer, der Kommandant des Lagers, ist der, von dem wurde der Ausweis hier kopiert. Mein zweites Beispiel, Bildbeispiel aus der Fernsehserie, ähnelt dem ersten in Inhalt und Form. Beide Bilder sind aus der 12. Folge der Serie und zeigen, wie Ricky und Erna im Dialog, wieder die beiden im Dialog. Das linke Bild wurde in dem Moment eingefroren, wie Erna das Judenlager Semlin und in dessen serbischer Bezeichnung Sajmište hier beschreibt. Übrigens, ich habe hier keine Filmausschnitte gewählt, weil es bis auf diese Filmschnittkopie, die sehr schwer erhältlich ist, zu der ich noch keinen Zugang hatte, bis jetzt keine Copies mit englischen Untertiteln gibt, sondern diese Serien sind aber sehr wohl in YouTube in serbischen Original anzusehen. Und die Dialoge sind aber sehr, sehr wichtig, weil also in den Dialogen sehr viel erklärt wird. Eben hier beschreibt Erna das Judenlager Semlin, Sajmište. Und Ernas Erzählung über das Lager, und das war auch der Grund, warum sie das auch nochmal betonte, und auch die Ermordung, die oder dem Holocaust in Belgrad, der darauf folgt, sollte Ricky überzeugen, aus Belgrad zu fliehen und sich auf dem Land und hinter einer falschen Identität zu verstecken, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat sich Ricky dagegen gesträubt, die Hauptstadt zu verlassen. Ich komme schon zu meiner Conclusio. Da meine visuellen Beispiele bereits aus den Folgen 11 und 12 der serbischen TV-Serie Miris Kishina Balkan nur stammen, setzt das in einem gewissen Sinne auch voraus, dass das Fernsehpublikum, das der Serie und dem Schicksal der sephardisch-jüdischen Familie bereits davor gefolgt war und miterlebte, auch ein gewisses Maß an Empathie für die Protagonistinnen und Protagonisten. Und ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch betonen, dass es sich diese TV-Serie generell stärker mit dem Schicksal von jüdischen Frauen auseinandersetzt, empfand. Interessanterweise hat das auch bei Frauen, bei Zuseherinnen noch mehr Anklang gefunden als im männlichen Publikum. Aber es hat natürlich sehr viele Männer gegeben in Serbien, die das auch rezipiert haben. Ähnlich war es auch beim Buch von Gordana Kuic, also das ist auch unter der weiblichen serbischen Community stärker rezipiert worden als von der männlichen. Und es ist ein, dass diese Serie nun also sich mit diesem Schicksal auseinandersetzt und ehe nun in den Folgen 11 und 12 der Holocaust von Beograd in den Plot einfließt. Die äußerst spärlichen dramaturgischen Effekte und Dialoge ersetzen also bildliche Zuschaustellung von Gewalt und Massenmord und lassen auch die ausgewählten Szenen für den Betrachter in erster Linie Angst, Entsetzen der Protagonistinnen spürbar werden und das alles vor dem Erkenntnis und dem Wissen, dass serbische Jüdinnen und Juden in Belgrad tatsächlich ermordet wurden. Und das ist auch eine Rückkopplung mit den Zuseherinnen und Zusehern, weil dieses Wissen in Serbien durchaus besteht.
Und diese in der Serie gezeigte Fokussierung auf Einzelschicksale von Opfern des Naziterrors ist das in Serbien aber auch nicht von der kollektiven Erinnerung an den antifaschistischen Widerstand abzukoppeln, denn diese TV-Serie führt implizit die nationale kollektive Erinnerung wieder mit dem Gedanken an jüdische Opfer oder umgekehrt jüdische Opfer an die nationale kollektive Erinnerung zusammen. Und ich habe dann noch einen letzten Slide. Auf meiner letzten Folie sehen Sie auch drei unterschiedliche Denkmäler aus verschiedenen Zeiten, die an das Judenlager Semlin-Sajmište und an die Opfer des Holocaust in Serbien hier konkret erinnern. Generell leistete Präsens und Betreuerdom diese TV-Serie nun einen durchaus wichtigen, weil eben sehr, sehr weit verbreiteten Beitrag, weil sie eben so weit und in der Gesellschaft rezipiert wurde, zu den Erinnerungskulturen eben der sephardisch-jüdischen Geschichte in Jugoslawien und zu einer Sensibilisierung für jüdische Geschichte im Allgemeinen und den Holocaust im Besonderen. Und zu allerletzt möchte ich noch darauf verweisen, dass dieser Vortrag noch nicht das Ende meiner Arbeiten zum Judenlager Semlin-Sajmište bedeutet. Fortsetzen werde ich meine Arbeit mit einer Analyse des Films Katz war nicht dann, wenn Day Breaks von Goran Paskaljevic aus dem Jahr 2012 und ich versuche dann auch Vergleiche mit dieser Serie anzustellen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt in etwa noch 20 Minuten Zeit für eine Diskussion. Das heißt, ich würde mich über Fragen bzw. Kommentare von Ihnen freuen. Jetzt ist nur das Mikrofon. Ah ja, bitte. Comments and questions. So right now? Okay. First is for Aluta. I presume from your speech that work of Dori Laub and his destiny are largely unknown in Romania, as well as I can't remember now the Ghosts of the Past, I believe that's the title of the book of Miriam Hirsch and Leo Spitzer, investigating their Jewish origin in somewhere, I can't remember the name of the city, but they were taken largely to Transnistria, to Bukovina, to concentration camps. So there is, you don't know anything about that. There is no wide reception in Romania of these works. No, they are by and large unknown. I know of them because I did my PhD in Holocaust studies, but I'm pretty sure that many academics and the wide public are unaware of these works. And of course, I don't speak any German, but speaking with Klaus Jürgen before, I think I have just two more comments upon your work. I didn't recognize references in your speech. First, that Holocaust is mentioned in the book long before the Judenlager Semlin episode in a very touching, affecting manner, I would say, when Laura or Buki's sons are taken to concentration camp in Sarajevo. They managed somehow, they were not allowed to write officially, they were censored all the letters. They managed to sneak out a short note by a Serbian guy working in a concentration camp. By the point, they're writing Ladino in Cyrillic. So it's completely incomprehensible for anyone besides Sephards from Sarajevo who were fluent in all the languages. And Laura Buki is later kept in a Catholic monastery. She dies there. She's actually saved, to say, by the Catholics. And in the second part of the series, made after the second part of the book, I believe the title would be Twilight or Le Crépuscule in the Balkans, the end of the day in the Balkans, Ricky goes to Moshe Piade, who was the highest ranked Jew in Belgrade in the communist era, and she asks for sort of favor to protect or to help the status of her family and especially of Gordana and her parents. So these are just two additions to that story. And I believe that since the Judenlager Semlin is that marked the boom of the projects and investigations, research upon Judenlager Semlin, that from the screen, from one screen, from TV screen, that somehow broadened to digital, to computer screens. And there are many wonderful websites exploring in public memory, forensic architecture, they are the topic of many European projects dealing with that. So you can find references on digital screen and not on TV screen.
May I answer shortly? Yes, I thank you very much for these comments. Of course, as a historian, I know Moshe Piare very well, and for all the Avnoy conferences where he was in the resistance. And thank you for that. And but I to the Judenlager Assembly, I just wanted to play the picture with. For me, I know that there are lots of information now in the internet about that. But I wanted to have something official, because this was an exhibition from the Jewish community in Zemun, and this is what is quite the inner circle of the culture of remembrance in Zemun at all. There everything comes together in the Jewish community in Zemun. I think this is why I took that pictures and not others from the internet or something. Thank you very much. Thank you. I start with the camp. I mean, I think it's a very good question. I'm wondering, however, to what extent the current strategic situation hasn't changed that much as a result of the television show. It seems to be very present in Serbian discourse. The camp now has a profile that it certainly didn't have before. But it seems to be also very pronounced resistance against moving in any way more aggressive way of creating any kind of memorial at the site. And that seems to be the reflection, the political resistance seems to be reflecting popular sentiment. That's what the politician at least seemed to say. I mean, you probably know that all the buildings are still there. It's one of the very unusual cases that you have a Nazi camp with very historical importance, where the original buildings are all still right at their original location. They could be preserved. They could be probably a very powerful and moving memorial. But as a result of the political situation, most pronounced, I would say, as a result of tremendous resistance on the part, at least perceived resistance on the part of the Serbian population, that doesn't happen. So I'm wondering a little bit about, you know, what's popular here. What's the popular sentiment? To what extent do we know what kind of reading very intriguing, very intriguing television intervention had, because it doesn't seem to have changed the politics of memory on the ground as much. It has changed the politics of memory from the outside, but not necessarily, I had the feeling when I've been there, not necessarily from the inside. And that brings me to the question that I still want to emphasize, already raised. I think in both of your case studies from Eastern Europe, the one factor that I would be interested in finding out more is the communication between the forces, the multiple forces in these settings, and the European voices, and the negotiations that go back and forth. I think they're very important. I mean, that conference that was primarily organized, I think, I don't know, a year and a half ago, to highlight the fact that this camp is there was very decidedly designed as a European intervention in Serbian politics of memory. I have my doubt it was successful. But I think the same question arises in the Romanian case study, because to what extent is this culture one that is adopted from the outside for strategic reasons? And to what extent are there different motives playing a role? Now, very briefly, I want to do it very quickly, because I want to touch upon your both of these very interesting examples. I have the one suggestion for you when it comes to that Jewish, you know, the representation of Jewishness in the presence. My sense is that there is a tradition of representing Jews in the Federal Republic, Jewish culture, Jewish presence, and engaging with Jewish youth culture specifically. And this is a highly overdetermined on television specifically. It's often in the off hours, and I can give you some examples for that. You know, one could debate what type of television this is, but one might suggest that some of it belongs to the category of philo-Semitic television. And in that sense, what you're presenting is very intriguing. It's an exceptional production because it's fiction. I think it belongs in this tradition where, under very similar circumstances, very similar type of people have produced these kinds of reaching out towards Jewish culture without touching upon history necessarily. So there is a framing, there's a tradition already behind that that is now here also worked with. I'll give you the quotes afterwards. Now, I'm all in favor of the plea for Fechner. I think it's indeed a very important one. Fechner is forgotten in many ways. It's bizarre how
these works that were important, that were received also positively, I think, among many intellectuals, have disappeared. And it would be a good question to ask why. I'm wondering, however, if one part of the story isn't a part of the story that belongs to Fechner himself. I've always been struck by how resistant he was to changing his style. There seems to be a bizarre anachronism in his productions. I think Fechner's work is the most anti-televisual, anti-visual work you can imagine in the context of television. And in that sense, he produced himself into this corner, and other people, of course, helped in that process. So I don't know how to give weight to this, but I have been intrigued by this. And I find, your comparison to Lanzmann is completely appropriate. And one of the differences is that Lanzmann, in all his emphasis, in the end of the day, has this stunning visual performance by insisting, unethically, I would argue, on the reenactment. So there is a visual component there that is so intriguing that we watch that, and we watch it repeatedly. And Fechner, I think, in that sense, again, you highlighted that beautifully, Fechner is probably one of the most ethical interventions we can imagine, but it's also in that context of those years, it seems to be, it's difficult to perceive it as anything other than a televisual failure, despite the fact that it's an ethical success. Ich möchte die aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt den Vortrag auf Deutsch gehalten habe und dadurch, dass Sie auch Deutsch verstehen, auch auf Deutsch kurz antworten. Und zwar zum Judenlager Semlin gibt es natürlich, ich beschäftige mich natürlich jetzt auch als Historiker mit diesen verschiedenen Layern der Erinnerungskulturen und auch gerade die ja eigentlich ausgehend vom Buch, Gordana Kuic hat das in den 80er Jahren auch noch zur Zeit Jugoslawien, Sie haben das erwähnt, und die Erinnerung an den Holocaust oder an die jüdischen Opfer sind ja immer irgendwo auch mit natürlich dem, es geht nicht losgelöst gesehen worden vom allgemeinen nationalen Widerstandskampf, Freiheitskampf, wie er genannt wurde politisch. Also die jüdische Erinnerungskultur war ein Layer, der hier hinein verarbeitet wurde. Und natürlich auch hat sich die jüdische Erinnerungskultur durch solche, wir haben den Namen jetzt schon gehört, Moshe Piade und andere sehr, sehr wichtige Vertreter im kommunistischen Jugoslawien, hier auch natürlich einen gewissen Platz inne, dass sich aber natürlich dann durch die Eigenstaatlichkeiten nach in der Zeit der Transition hat sich die Erinnerungskultur gewandelt. Und wir sind hier an einem Punkt, dass eben das Buch sich hier durchaus in einer ganz anderen Zeit abgefasst wurde als jetzt die Fernsehverfilmung. Das muss man schon so sehen. Und Sie steigen auch hier mit Ihrer Frage darauf ein, wie jetzt also Widerstand oder Nicht-Widerstand gegen eine derartige Denkmalskultur sich befindet. Also mit dem Judenlager Semlin ist es einmal schon sehr schwierig. Einige Gebäude sind ja davon noch bewohnt, nicht auch. Also das heißt, es ist dann zum Denkmal könnte man, wenn ich jetzt ehrlich bin, diesen Turm erheben, ja, als Symbol vielleicht. Aber es wird natürlich auch wieder diskutiert, klarerweise, reicht eine Plakette, braucht man mehr, was braucht es wirklich? Und gleichzeitig gibt es hier auch die Diskussionen. Warum die Fernsehserie? Das ist auch irgendwie interessant. Innerhalb der serbischen Community hat es einen ganz, ganz hohen Zuspruch der Fernsehserie gegeben in Zentraleuropa. Und deswegen zweifle ich ein bisschen an der europäischen Intervention, gibt es diesen Zugriff nicht, außer von jenen, die Migrationshintergrund haben. Also Serben und Serbinnen in Wien kennen die Serie auch vielfach, nicht? Aber dadurch, dass das Buch, auch von Kuic, nur in serbischer Sprache, war lange Zeit und dann eine englische Kopie. Im deutschsprachigen Raum ist das nahezu unbekannt und die Filme auch nicht, also so wirklich, außer bei kleinen Festivals. Aber die Serie selber, dadurch, dass also die Serie nur in serbischer Sprache zur Verfügung steht, zwar auf YouTube, aber ist sie eigentlich dem deutschsprachigen Publikum wirklich nicht sehr bekannt. Und das macht die Erinnerungskultur noch nicht europäisch dadurch, ja. Es bleibt dann auf einer wissenschaftlichen oder Konferenzebene, wie Sie gemeint haben, und noch, es ist noch nicht in Zentraleuropa angekommen. Wer möchte als Nächster an ihn oder Sie gerichtete Fragen beantworten vom Podium? Ja. Frau Thieler? Ja, gerne.
Ich antworte auch auf Deutsch, das geht einfach leichter für mich. Die wichtige Frage, warum ist Fechner in Vergessenheit geraten? Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Es hat sicher auch damit zu tun, dass sich die Rundfunklandschaft verändert hat. Mitte der 80er Jahre in Deutschland, Einführung des dualen Rundfunksystems, die Konkurrenz war größer und wenn der Film überhaupt noch mal gezeigt wurde, er wurde einmal 1991 am 9. November aufgeführt, spät, auch wieder total schlechte Sendezeiten und das mag speziell jetzt an der Prozess liegen. Seine anderen Filme sind häufiger gezeigt worden. Also es gab noch mal einen gewissen Hype, nachdem es eine Sat.1-Verfilmung gegeben hat von Comedian Harmonist. Da haben sich einige wenige erinnert, da hat ja auch Fechner einen Film gemacht. Grundsätzlich, Sie haben es schon angesprochen, er ist eher antifilmisch. Und das habe ich auch versucht, durch den Vortrag deutlich zu machen. Er ist mehr Schriftsteller und Erzähler, Geschichteerzähler als Filmemacher. Und deswegen sind auch seine Kameraleute schier verzweifelt. Also die hatten einfach nichts zu tun, außer draufzuhalten. Dafür hatten die Cutterinnen eben besonders viel Arbeit am Schneidetisch. Also dieser Film ist am Schneidetisch entstanden. Und so gesehen ist es wirklich kein ja, typisches Fernsehangebot. Andererseits wurden diese Filme doch auch gesehen, also ähnlich wie Ein Tag, über den wir heute Morgen ja gesprochen haben. In der Zeit, als es noch das öffentlich-rechtliche Monopol gegeben hat, konnte man damit auch Menschen erreichen. Vergleich Fechner und Lanzmann. Ich finde auch, dass Fechner der sehr viel puristischere ist. Also vielleicht auch besser gesagt, er nimmt sich selbst zurück. Also anders als Lanzmann, der im Bild zu sehen ist, dem man auch seinen ganzen Unwillen anmerkt, gerade in den Szenen, wo er in Polen interviewt. Er ist sehr präsent und das macht Fechner halt nicht. Also er ist da wirklich der Zurückhaltendere. Dass die Filme so wenig gezeigt werden, dass es sie auch nicht auf YouTube gibt oder so, also wirklich Katastrophe, hat zum Teil auch mit den Rechten zu tun. Also da ist immer noch umstritten, wer hat jetzt die Rechte an diesem Film. Aber ich habe auch gesehen, auf der Webseite, die seine Frau Jeanette Gefgen betreibt, kommt man an die Sachen nicht ran. Also das ist wirklich nochmal ein Appell an öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, diese Schätze doch bitte nicht im Archiv vergammeln zu lassen. Wir müssen diese Dokumente haben. Ja. Dass er sich geweigert hat, auch seinen Stil zu verändern oder anzupassen. Ja, ganz klar. Also er wollte da nicht mitmachen. Er ist auch mehr und mehr enttäuscht gewesen, was so seine späteren Arbeiten anbelangt. Also er ist keine Kompromisse eingegangen. Das merkte man auch wirklich an dem Film Der Prozess. Ja. Ich würde gern noch was sagen zum Kollegen Raphael Rauch und seiner wirklich tollen Präsentation von Levin und Gutmann, was mir auch nicht so präsent gewesen ist, dass es diese Serie gibt und Arthur Brauner auch dahinter steckt. Und also das fand ich alles sehr, sehr spannend. Es hat mich sehr erinnert an etwas, was aktuell ja auch viel diskutiert wird und was auch mit visueller Integration zu tun hat, die Serie Türkisch für Anfänger. Also die beiden mal zu vergleichen, das wäre wirklich eine schöne Arbeit. Ich glaube, Türkisch für Anfänger wird lustiger. Ja. Ja, ich fand es jetzt, diesen Ausschnitt aus den 80er Jahren, irre gestellt. Die Studentendiskussion. Wow. Und so ist die ganze Serie, also ja. Sehr kammerspielartig, ja. Sehr, ja. Ich würde, wenn es recht ist, Ms. Moldovan, do you want to... Yes, I want to quickly respond to Professor Kansteiner's observation. If I have understood your question correctly, you were asking me whether this culture of commemorating the Holocaust is imported from outside. To a large extent, it is, and I just want to give one example. Holocaust denial and fascist, racist, xenophobic organizations in Romania were only outlawed in 2002 through a government ordinance issued just before Romania joined NATO. So this is the context. Up until 2002, it was okay to just go on television and say the Holocaust never happened, as was the case on many occasions. And
For the purposes of that ordinance, the Judiciary Committee of the Romanian Senate adopted the following definition of what Holocaust meant. I quote, "The systematic extermination of the Jewish population of Europe organized by Nazi authorities during World War II." Obviously, according to this definition, there was absolutely no Holocaust in Romania. Following international protests, including one from the United States Holocaust Memorial Museum and the Israeli government, the ordinance was amended with a more extensive definition, and the Romanian government accepted responsibility for the victims of the Holocaust in June 2003. But indeed, these actions were not stemmed from any internal wish to assume responsibility, but rather from external pressures. Ich würde sagen, wir klären das bilateral. Stattdessen geben wir Frau Kaibach die Chance, eine Replik auf Herrn Kantsteiner zu halten. In German, I guess I do it. So, ich möchte eigentlich nur nochmal eine Bresche für Fechner schlagen. In dem Sinn, also ich würde überhaupt nicht zustimmen, dass, also ja, das ist sehr sperrig, aber mein Argument wäre, es ist Fernsehen at its best, und da muss man sozusagen fernsehhistorisch nochmal schauen, was war Fernsehen in den 70er und 80er Jahren. Fernsehen war definiert als ein Medium, das nicht visuell ist, sondern das vor allem über Ton funktioniert. Die Idee, dass Fernsehen visuell funktioniert, ist was sozusagen, also was zum Beispiel in den USA erst in den 80er Jahren anfängt. Ansonsten war Fernsehen immer ein Hörmedium, ne? Es hat ja auch eine Tradition vom Radio und so weiter. Und insofern würde ich sagen, was Fechner macht, ist genau das, wie Fernsehen definiert wurde. Fernsehen ist zu Hause auf einem kleinen Bildschirm, das läuft nebenher, wir hören dem zu. Ja, man muss das gar nicht sehen, wir hören dem zu. Und insofern finde ich eigentlich auch den Vergleich mit der Shoah nochmal sehr produktiv. Wenn man eigentlich sagen kann, Fechner kadriert, also wählt einen Bildausschnitt für einen kleinen Bildschirm. Ja? Also das heißt, die Kamera ist sehr nah. Bei Shoah ist die Kamera weiter weg. Also Spielberg kadriert für eine große Filmleinwand. Und Spielberg hat sozusagen diese langen Einstellungen mit der Landschaft. Und letztendlich sehen wir da auch sowas wie eine filmische Auflösung versus eine Fernsehauflösung von jemandem, der gewissermaßen die Tradition des Rundfunkmediums, Fernsehens ernst nimmt und eigentlich vor allem was inszeniert, was zum Zuhören ist. Ja? Also das heißt, ich würde mich gerne ein bisschen da noch mal ein bisschen reiben und eben sagen, man kann das nicht damit erklären, dass es, oder die Erfolglosigkeit oder vielleicht auch, also ich würde das sozusagen nicht visuell oder ästhetisch erklären wollen. Ich würde gerade sagen, das ist sperrig, aber nicht, weil es kein Fernsehen ist. Darf ich ganz kurz antworten, dann können wir uns weiter streiten in den Privaten. Also ich glaube tatsächlich, dass die Reflexion über die Visualität, das hast du recht, das setzt sehr spät ein. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch das Fernsehen der Bundesrepublik im Laufe der 80er Jahre sich relativ stark visualisierte. Das heißt, dass die Praxis, dass die Reflexionsebene war vielleicht noch nicht da, aber die Praxis hatte sich entscheidend geändert und Holocaust gehört dazu. Und in dem Geschichtsfernsehen geht es darum, die Visualisierung zum Beispiel von Altersgeschichte. Also in dem Sinne war dieses Medium tatsächlich dann zunehmend war es visuell getrieben und das hat auch mit der Einführung des Privatfernsehens zu tun. Und in dem Sinne ist tatsächlich Fechners Produktion ein Anachronismus, also ein radikaler Anachronismus, ein intellektuell unheimlich attraktiver, aber ein Anachronismus. Mich würde interessieren, was passiert wäre, wenn der 66 ausgestrahlt hätte, so etwas. Dann wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen, aber so war die Rezeptionsgeschichte anders. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass die visuelle Sperrigkeit, also das Antivisuelle daran, nicht die einzige Erklärung sein kann. Das muss irgendwie auch noch in den Anstalten mit anderen Dingen zu tun haben, von denen wir vielleicht noch nicht genug wissen. Ich finde vor allen Dingen schade, dass Fechner so früh gestorben ist, 1992, weil vielleicht hätte es ja noch irgendeine Entwicklung gegeben, aber ich hoffe fast nicht, weil gerade dieses Puristische und auf das Wort zu setzen, hat mich auch sehr überzeugt, weil es entsteht trotzdem ein Sog, wenn man diese Filme anschaut und das liegt an der perfekten Montage und Komposition. Also er ist wirklich ein Kompositeur, der sehr genau weiß, welche Aussagen zueinander passen, wie man eine Person mit einer anderen kontrastiert und
auch seine anderen Filme, also Sie merken, ich bin ein absoluter Fechter. Ich würde vorschlagen, 25. Todestag 2017 sollte ich ja, okay, sagen. Merken wir vor. Ja, in ein Tag, ja. Ja. Er wollte nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ich diese spannende Diskussion jetzt unterbrechen muss. Möchte man, dass Diskussionen weitergeführt werden, dann ist das jetzt ein total guter Punkt, um Schluss zu machen. Es ist leider die Zeit schon so fortgeschritten, dass ich dieses Panel beenden muss. Ich danke den Referentinnen sehr, sehr, sehr herzlich für ihre guten und offensichtlich auch sehr, sehr anregenden Beiträge. Tut mir leid, dass nicht alle von Ihnen, die jetzt noch aufgezeigt haben, die Gelegenheit bekommen haben, was dazu zu sagen. Aber ich würde vorschlagen, Sie diskutieren es jetzt oder auch morgen weiter. Morgen um 10 Uhr setzen wir nämlich unsere Konferenz hier in diesen Räumlichkeiten fort. Und ich denke mal, dass das ja für einen Abschluss eine recht anregende Diskussion von Tag 1 war und hoffe, dass das in den nächsten Tagen auch so weitergehen wird. Vielen Dank. Thank you.